Liebe Leute, wer schon alles dabei ist, habt noch ein wenig Geduld. Ich werde hier gleich loslegen. Sind hier zwei da? Einen Chat habe ich. Seth und Hobby. Nur kein Stress ist das letzte, was ich von YouTube reinbekomme. Und Chat. Guten Abend, nur kein Stress. Schauen wir mal. Guten Abend, Genossen. Gut, also von YouTube bekomme ich jetzt den Chat hier auch rein. Das Problem ist gerade, dass ich ja wie gesagt auf zwei Plattformen streame. Deswegen auch die Bitte oder der Hinweis an alle, die auf YouTube zuschauen. Ich werde das Ganze sicherlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen machen. Aber so mittelfristig werde ich dennoch auf alle Fälle auf Twitch rüber switchen. Einfach nur schon, weil ich diesen ganzen Stress, ehrlich gesagt, jetzt schon nach 2, 3, 4 Streams hier ein bisschen leid bin. Ja, ist alles ein bisschen verwirrend noch für mich. Wenn mir noch jemand kurz einen Gefallen tun könnte, wer auf Twitch dabei ist, der möge mir noch ganz kurz bitte was in den Chat schreiben, damit ich mitbekomme, dass der Chat hier auch funktioniert. Ich werde mich jetzt mal langsam wieder meiner Truppe anschließen. Alle Leute, mit denen ich heute unterwegs bin, sind Leute, die ich über... Jetzt bin ich gestorben. Die ich über YouTube... Ah ja, Gamepoint ist auch da. Test 1, 2, 3. Vielen Dank. Herzlich willkommen an alle, die mittlerweile dabei sind. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Die Kamera ist ein bisschen schief, glaube ich, aber das... sollte dem Spaß keinen Abbruch tun. Ja, was habe ich vor? Wie gesagt, ich bin mit ein paar Jungs unterwegs, die alle aus meiner Community bei YouTube kommen. Und da freue ich mich sehr drüber. Wir haben das letzte Mal schon recht erfolgreich gespielt und die Jungs sind auch ziemlich häufig unterwegs. Das heißt, die haben da sicherlich schon ein bisschen Übung und werden mich da wahrscheinlich auch ein bisschen mit anleiten können. Ich werde wahrscheinlich... Aber jetzt bitte... Ach, der Tizi ist auch da. Sehr schön, grüß dich. Super, aus. Wo soll ich denn spawnen? Das Battery aus, dass wir alle Feinde da wegkriegen und dann gehen wir zu dem gerade neu gesetzten Movemarker. Alles klar, es kam gerade durch, Battery ist sauber, dann gehen wir jetzt einmal zum Movemarker und greifen die Crossroads an. So, ich werde während der Stream läuft immer wieder natürlich auch in den Chat reinschauen. Generell habe ich aber auch die Hinweise bekommen, ich soll mich ruhig ein bisschen mehr aufs Gameplay konzentrieren und nicht während die Gefechte laufen auch noch mit weiter kommentieren. Das werde ich jetzt mal beherzigen und werde das Spiel mal so auf sich wirken lassen, wie es ist. Also wir haben auch noch nicht so eine gute Position finden, wo wir einen Rallye-Point setzen können. Wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ihr seht ja überall die blauen und grünen Marker. Die grünen Marker sind mein Team, die blauen sind alle, die quasi auf meiner Seite mitspielen. Die kann man in den Entfernungen einstellen. Ich glaube, die sind bei mir jetzt momentan aufs Maximum, teilweise bis auf 300, 400 Meter eingestellt. Das heißt, ich habe ziemlich gute Battlefield Awareness. Ich weiß also ziemlich genau, wo meine Truppen sind. Vielleicht werde ich es mal ein bisschen runtersetzen, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Aber jetzt geht es mir erstmal darum, dass ich zu meinem Team stoße. Da vorne ist schon der erste. Wer ist denn jetzt eigentlich Squad Lead? Das bin ich. Ah, guten Tag. Grüß dich zu sehen. Ah, man sieht's ja auch. Du hast den Lieutenant-Streifen auf deinem Helm. Gut, bei mir läuft jetzt soweit alles im Stream. Es geht alles sauber raus. Benehmt euch. Und lasst uns Spaß mal haben. Gut, ich bleib mal einfach hinter dir. Ich bin ja hier der Sunny. Ah, der Bloodman MMG. Grüß dich. So, man kann es hier an der Karte sehen, die ersten zwei Sektorenreihen gehören uns. Ich habe vom Spielprinzip das schon so einiges verstanden, aber noch nicht alles. Und jetzt machen wir mal das Display ein bisschen sieht an. Sieht soweit ganz sicher aus, einmal hier über den Rasen drüber. Roger.
da. Feinde direkt vor uns an der Barriere. Das wenige ist Südwesten 210. Ja, mich hat's auch erwischt. Ja, sehr schön, Tizi, dass du auch rübergekommen bist zu Twitch. Das macht's alles viel angenehmer, wenn ich da mal komplett rübergeswitcht bin. Ja, wir spawnen dann trotzdem im zentralen Spawn und gehen dann direkt runter. Alles klar. Ich bin dann nach wie vor Sunny hier. Genau, die Sache ist die, dass es jetzt auf zwei Kanälen rauszustreamen, ehrlich gesagt für mich gerade ein bisschen anstrengend ist, was auch daran liegt, dass ich ja sehr, sehr neu bin, was Streaming angeht. Mit dem YouTuben habe ich jetzt schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt, mache das Ganze jetzt immerhin ja schon mal seit 4-5 Monaten. Und langsam wird das. Mit dem Twitch schauen wir nochmal. Aber es macht mir ziemlich viel Spaß, das Ganze mal live rauszusenden. In dem Fall ist es ja auch so, dass ich jetzt nicht ganz so aufwendig recherchiere. Ich habe auch direkt neue Marker, das ist jetzt ein Move-Marker. An der Ecke treffen wir uns und dann marschieren wir direkt straight in Crossroads rein. Die Hecken sollten uns da theoretisch Deckung geben. Theoretisch, gell? Ich komme mal zu dir. Ja, ich bin unterwegs. Ich weiß bloß nicht, wo der Feind ist. Ja, da, wo der Sef gestorben ist, hinter der Hecke. Danke sehr. Gerne. Da kommt schon der erste Sherman. Ja, geil. Von wo kommt denn der Beschuss hier? Ich hab keine Ahnung. Rock, kannst du sehen, wo der Beschuss herkommt? Kann ich zum Gillard vor? Ganz vor, hab mal erledigt. Verarzten kannst du dich selber, oder? Ja. Ich spar mir die Packs noch ein bisschen auf hier. Ah, jetzt hat's mich auch erwischt. Ich denk mal, Sunny ist nicht in der Nähe, dann werde ich mich mal, wie heißt es im Deutschen, in der deutschen Version, ich werde mich mal ablegen. Ablege ist auch ein schönes Wort. Ich schaue nachher mal die Meldungen durch, die hier reinkommen. Ich mache mal kurz hier Pause. Es ist ähnlich wie Squad. Noch in einer wirklich sehr frühen Early-Beta-Phase. Ich spiele Squad auch sehr gerne. Das macht jetzt einfach gerade Spaß. Das macht vor allem auch deswegen Spaß, weil ich hier mit den Jungs unterwegs bin. Also auch mit Squadfunk, Squad-Leader-Funk, genau. Also die Squad-Leader, die Gruppenführer, die können... Wenn ihr kurz 5 Sekunden wartet, bin ich gleich bei euch. Ja, also an alle, die jetzt draußen zuschauen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für euch zu unterscheiden, mit wem ich jetzt gerade spreche. Versucht es. Hast du einen Marker gesetzt? Ja, der Observe-Marker. Das ist die Position, wo ich gerade bin. Sag mal, auf der Karte, wie ist denn der Marker zu erkennen? Ist das B, oder? Ja, Baker Squad, okay. Ich bin wieder direkt hinter dir. Ja, dann würde ich sagen, weiter. Ja, ich mach den Ingame mal ein bisschen aber leiser. Ein bisschen ist jetzt leiser, ihr könnt mir dann Bescheid geben, ob es jetzt so passt. So, wir werden jetzt hier runter in den Sektor. Also wir haben, man sieht hier oben die oberen beiden Reihen, sind in unserer Hand und wir müssen jetzt die nächsten Sektoren, die nächste Reihe der Sektoren. MG hinter dem Panzer? Bei 50, hinter unserem Camp ist einer, hinter uns. Ungefähr von euch jetzt 50, Richtung 50, ein Stein, in dem Stein war einer. Hey Terrible, grüß dich! Hey.
Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier eher noch gerade so ein Berichtsbericht gestattet, der sich das Ganze anschaut. Da ist einer. 3-4-0. Er ist immer noch da. Wenn ich jetzt wiederbelebe, gleich in Deckung laufen. Ja, danke. Ja, gut, das hat er gesingelt. Sehr laut hier. Jo, ich bleib da. Gib mir mal jemand Deckung hier. Hast du noch Verbandszeug? Ja. Rock, hast du noch Verbandszeug? Nicht mehr. Warte, ich helf dir. Kleinen Moment noch. Ja, erledigt. Fall auf Lord. Versorger, gegangen. Kannst du auch mal gucken, dass du zu dem Move-Marker hinkommst, hinter das abgeschossene Flugzeug? Wieder auf Nord. Ja. Feind in 10 auf 10. Ja. Direkt im Rücken hier. Spielersteuerbare Flugzeuge gibt es nicht in Helldead Loose. Habe ich den Kanal auf der Bundeswehr auf der YouTube-Folge? Nee, nicht wirklich. Ich schaue aber immer wieder mal vorbei. Wir sind also irgendwo bei unserem HQ in der Mitte, oder? Circa, ja. Wie sieht es mit den steuerbaren Flugzeugen? Wird auch keinen großen Sinn machen, weil die Schlachtfelder dafür einfach zu klein sind, denke ich mal. Aber der Kommandant, also der Oberbefehlshabende der einzelnen Teams, der kann Flugzeuge und Artillerie. Ich setze jetzt einen Rallypoint, dann darauf respawnen. Alles klar. Also wie gesagt, der Kommandant kann dann Luftschläge. Und. Ja, aus 70 irgendwo. Ja, mich hat's kurz vor dem Flugzeug zerlegt. Ah, jetzt hat's mich wieder zerlegt. Die sind also ziemlich nah an unseren Stellungen mit dran. So, na gut. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit gehabt, uns einzugrooven. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz. Wo da gekämpft wird, an der Westfront im Zweiten Weltkrieg. Jetzt schauen wir mal, wo ist die nächste Karte. Momentan gibt es 3 Karten. Eine spielt in Normandie, eine spielt im Hürtgenwald und die andere spielt, ich muss überlegen, in der Ardennenoffensive bei Foy. Das ist gerade eben mal Normandie, ja. Ich mach mal kurz mein Mic aus, ich muss mal eben hier in den Discord rein. Ich mal wieder auf. Ich muss nur gucken, auf welche Seite und deshalb. Automatisch Deutsch.
Ja, Deutsch, alles klar. Dann mach ich was auf. Und zwar ist das Easy! Erika! Ja. Alles klar. Wir spawnen einmal bitte am mittleren HQ. So. Ich denke, ihr könnt mich jetzt wieder hören. Ich bin jetzt wieder da. Mittleres HQ. Jetzt bin ich gespannt. Auf der Karte habe ich selber noch nicht gespielt. Wir spielen diesmal auf deutscher Seite. Und das könnte durchaus recht spannend werden. Jetzt schaue ich nochmal, was hier im Chat so los ist. Wie heißt das Blümelein, genau. Und, ich muss mal eben auf die Karte gucken. Ja, im Hütgenwald, da gab es wirklich schwerste Kämpfe. Da haben sich die Amerikaner auch sehr, sehr schwer getan, als die da versucht haben, das ja, muss im... wir sind easy, oder? Ja. Man sieht ja auch schon, es ist hier perfektes Infanteriegelände, gut zu verteidigen. Jede Menge Wald. Lass mal gucken, die Karte soll... Ich habe mal gelesen, dass die ziemlich spannend sein soll. Da vorne sieht man schon. Hier sind ziemlich viele Gräben und so ausgehoben. The Scar, also die Narbe. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier ausgeht. Ich bin diesmal kein Sunny, ich bin jetzt hier als Automatikgewehrschütze mal drin. Sunny mache ich nächste Runde wieder. Die Sunnys haben normalerweise einen K98, genau. Wer ist jetzt nicht im Squad? Ich kann es gerade gar nicht sagen. Oh, da vorne kommt Artillerie. Die Sounds überzeugen mich in dem Spiel noch nicht so hundertprozentig. Aber da haben die Entwickler schon gesagt, dass sie da auch noch nachbessern werden. Wie gesagt, auch alle, die jetzt hier zuschauen, es ist eine Early Access Version, da darf man nicht zu hart damit ins Gericht gehen. Ich finde das echt immer fatal, wenn solche Spiele anhand der Qualität beurteilt werden, wenn sie noch vor allem so früh im Early Access sind. Ich kenne auch viele Leute, die haben mit Squad angefangen, als Squad damals rauskam. Das ist jetzt auch schon eine lange Zeit her und es ist ja auch schon sehr, sehr lange in der Early Access Phase. Man mag gar nicht glauben, dass es Early Access ist. Artillerie. Und da gab es am Anfang auch eine Menge Probleme. Ja, das vergisst man schnell. Squad ist ja mittlerweile, ich würde es wirklich als vollwertiges Spiel schon bezeichnen. Ja, und ich arbeite schon noch bei der Gamester, genau. Ich bin da in der Videoproduktion tätig. Bin da seit wirklich langer, langer, langer Zeit quasi immer im Hintergrund. Da fühle ich mich auch ehrlich gesagt recht wohl. Hätte mir auch gar nicht zugetraut, dass ich mal solche Sachen wie hier auf YouTube und Twitch mache. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß. Und so Shooter-Sachen, also wenn Shooter, dann so Taktik-Shooter wie Squad, Postscriptum natürlich und jetzt hier Hell Let Loose. Das macht mir dann schon Spaß. Generell spiele ich aber hauptsächlich eher so Strategiespiele mit, ja, in Deutschland wird ganz gern Hardcore-Strategiespiele gesagt. Weiß nicht, ist irgendwie ein komischer Begriff. Wargaming ist es halt letztendlich. So, schon mal taktisch den Rally Point im Gebüsch versteckt. Ja, sehr gut. Ja, da muss ich auch zugeben, es macht mir da auch Spaß zu arbeiten. Wir haben in Augustdorf gesehen haben, es können eh nie genug Gebüsch und Äste auf einem Fahrzeug drauf sein. Das gleiche gilt wohl für unseren Rally Point. Ja, das ist gut. Wie war der Ausflug gut? Ja, war super. Hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant und auch mal interessant, das alles, was man irgendwie nur von Fotos oder offiziellen Videos von der Bundeswehr kennt, irgendwie mal live zu sehen, weil das auch nochmal so eine andere Perspektive verschafft, so auch was die Größe angeht. Also war gut. Nächstes Jahr gerne wieder. Ich glaube, nächstes Jahr geht's nach Münster. Ah ja, da war ich auch schon. Also ich war ja vor über 20 Jahre her, dass ich beim Bund war. Ihr seht im Stream alle gut aus. So. Super. Einmal der Versorger bitte zu mir. Jo. Wie sitzt denn das jetzt? Oh ja. Okay. Supplies hier, 50. Kannst du irgendwie Supplies runterschmeißen? Wie man sehen kann, also das Spiel ist natürlich auch jetzt einfach ein bisschen ruhiger als schnellere Shooter. Es gibt ja auch das Battalion 44 ist ja auch rausgekommen. Du drehst halt den Schraubenschlüssel gerade.
Numerion, den kenne ich doch auch von YouTube. Herzlich willkommen, grüß dich auch bei Twitch drüben. Ich freue mich über jeden, der hier rüberschaut. Ich habe zum einen ja vor, dass ich hier quasi mal Affiliate-Status bekomme. Oh. Von wo kam das? Wo kam der Beschuss? Hinter uns. Warte, oder? Richtung? Aufpassen, Feinde Westen 280. Sind die noch da? Seht ihr diesen Wasserturm oder Radioturm mit diesem roten Ding daneben? Da sind die Feinde hinter. Also direkt an meiner Position. Alles klar. Der hier nur knappe 30 Meter weg ist von uns. Meinst du den Turm, der hier nur 30 Meter weg ist von uns? Der war relativ ja, der nah, da ja. direkt hinter ist. Hinter unserer, da wo wir den Rally Point gesetzt haben. Beziehungsweise da ist ja so ein Turm dahinter. Ich schaue mal zu flankieren. Also praktisch im Rücken von unserem Schützengraben. Granate, zum Granate fliegen. Ja, ihr müsst aber auch mal in die andere Richtung werfen, also hinter mich praktisch. Also ich gucke jetzt gerade Richtung Ska und ihr müsst einmal in die andere Richtung, da ist das ein roter Container oder was? Hinter dem Wassertank. Dem auf 280. Mich jetzt erwischt. Haben wir einen Sunny da? In den Graben hinter uns. Ja, ich war auch schon bei Gamster, wo Gunnar Lott und Christian Schmidt dabei war. Und Vorsicht, Jörg Langer. Einer aus dem Westen. MG ist jetzt an diesem Wasserturm. Ah, jetzt bin ich... Ich habe leider F gedrückt. Sorry. Wir hatten ja einen Sunny da, gell? Ey, mich hat's aber auch zerrissen gehabt. Ich spawn jetzt bei unserem Easy Spawn Point. Den Squad komm lauter machen, aber nur den, ja. Ich kann das mal probieren. Optionen, Audio, ich mach mal die SFX leiser. Ja, geht schon mal. Ich häng mich mal an dich dran, Monfort. Ja genau, ein ja, Abo kann man noch nicht da lassen. Vorsichtig in die Richtung, ich spawn gleich nach und ich arbeite mich jetzt gerade auf den Affiliate-Status hin, wobei das, ich brauche jetzt eigentlich nur noch, also nur noch ist gut, ich brauche insgesamt 50 Follower und ich glaube noch eine Session, die nächsten, aber die nächsten Tage, dann kann ich den auch schon beantragen. Werde ich auch sicherlich machen. Was das so konkret bedeutet, kann ich tatsächlich noch gar nicht wirklich sagen. Ich bin absoluter Twitch-Noob, außer dass ich jetzt hier raus streame, habe ich damit nicht viel zu tun. Ist hier Feind in der Nähe? Nix gesehen. Nee, weiter. Ich setz mal über. Bescheid, wenn ihr Kontakt habt. Ja, ich habe Kontakt direkt vor mir Richtung Westen 300. Lass mal zum Squad Lead aufschießen. Ja. Von meiner Position auf 280, 290, 300.
Granate fliegt. Jo, ich hab's gesehen. Ich weich mal ein bisschen nach rechts, außer wir uns aufteilen, ja? Kannst du Kontakte anzeigen? Ungefähr, wo sie sind. Kontakt auf 13.00 Richtung Funk. Was? 13.00? 320. Jo. Yes, yes. Ich sehe sie auch. Ich höre gleich ein Fahrzeug. Negativ, kein Fahrzeug, ist nur ein MG. Negativ ist ein Sherman Panzer. Ja, Sherman Panzer. An welcher Position? Warte, ich versuche mal zu ermitteln. Muss irgendwo G5, Numpad 7 sein. Ja, da an der Straßenkreuzung ungefähr. Du siehst ja die zwei kleinen Straßen, die... Jetzt hat mich der Panzer erwischt. Da, wo die Straßenkreuzung ist, bei G5. Aber er brennt schon. Aber er fährt noch. Kann ich den ausschalten mit dem MG? Nee, negativ. Einmal bitte Versorger an meine Position. Muss jetzt noch spawnen. Achso, ja warte, dann setze ich einen neuen Rally Point. Ich kann mich nicht bewegen, weil der Panzer noch hier ist. Marker kann nur der Squad Leader setzen, oder? Ja. Ich hau ihm jetzt mal eine Granate drauf, vielleicht hilft es ja auch. Bin ich mal sehr gespannt hier. Ah, zu kurz. Ja, wie gesagt, siehst du meine Position genau südlich von meiner Position auf der Straße? Da bewegt sich gerade der brennende Sherman-Panzer. Okay. Ja, ich bin auch gestorben. Ich denke mal, dass keiner, kein Sunny in der Nähe ist. Ich leg mich da mal ab. Ja, habe ich weitergegeben. So, brauchst du Versorgung? Nee, wir gehen jetzt erstmal direkt weiter zum nächsten Move-Marker und versuchen da in der Gegend, irgendwo, wo es ein bisschen kuschelig ist, eine neue Garrison hochzuziehen, damit wir direkt an der Front reinspawnen können. Direkt am Funkkontakt. Direkt am Funkturm Kontakt. Die nehmen gerade Scar wieder ein, ja, dann bauen wir hier eine Garrison. Ja, wieder an dem Wassercontainer. Der liegt vor dem Wasser. Ja, sehr gut, Granate hat ihn erwischt. Mich jetzt auch erwischt, ist ein Sunny in der Nähe? Ja, Sunny ist auch zu. Mal kurz Zeit hier in den Chat reinzugucken. Ja, nee, gegen Panzer bringt natürlich wenig. Ich hab's einfach mal probiert. Ketten sollten eine Nade überleben, das stimmt. So, ich warte hier auf dem. Du wirst wiederbelebt. Wer auch immer mir hilft, vielen Dank. Merci. Ist der Versorger schon da? Jo. Ah. Ja, Frontwichtel, guten Tag. Sie auch hier. Hier sind einige Leute unterwegs, die du wahrscheinlich, glaube ich, teilweise auch kennst. Ist der Turm jetzt wieder frei?
Okay. Dann marschieren wir jetzt zu Ska, um da zu unterstützen. Also auf der Karte hier an. Move-Marker ist gesetzt, von da aus dann zum Angriffsmarker. Wieder zwei neue Follower, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wer ist denn da gekommen? Ankatrin 1994 und Tiuda. Herzlich willkommen. Seid aber gewarnt, ich werde nicht nur Shooter, also Taktik-Shooter, streamen, sondern auch ziemlich viel, ja, Hardcore-Strategie. Wobei ich da schon auch sehr, gerade hier auf Twitch, ziemlich in die Breite schauen möchte und da auch ziemlich viele kleinere Spiele vorstellen möchte, aktuellere Spiele. Demnächst kommt Field of Glory Empires raus, das ist so ein Grand Strategy Game, das werde ich sicherlich nächste Woche mal vorstellen. Ich möchte am Sonntag vielleicht auch, obwohl es eigentlich nicht so ganz mein Spiel ist, mir... Na, wie heißt's? Ha! Oh, sieht das krass aus hier. Direkt Wahnsinn. Vor meiner Position, ein Feind liegend. Ein Feind hinter dir! Ah, erwischt. Ein Feind Osten, 1,40. Ein Feind direkt auf meiner Position. Ah, dich hat's auch erwischt, Gelert, gell? Hinter der Panzersperre. Wegen den Spielen, wir gucken noch wegen dir. Ich schau gar, kann mich überhaupt noch sehen? Ja, man kann mich sehen. Das Licht passt ja ganz gut. Mal gucken, wie es aussieht, so ohne Licht. Ja, boah. Wir werden ja komplett im ich versinke ja komplett. Ja, gut. Klappt ganz gut. Ich habe hier eigentlich bloß ein Licht an, was auf meinem Monitor ist. Ich bin gestorben. Weiter geht's. Bei anderen Spielen werde ich auch sicherlich deutlich mehr noch auf den Chat auch mit eingehen. Jetzt hier bei den Shootern muss ich schon ein bisschen aufpassen, was hier mein Gruppenführer mir erzählt und meine Kameraden. Ich versuche aber immer wieder mal einen Blick hier rüber zu schielen. Ja, Frontwichtel, mir geht das auch so. Ich finde... Die Atmosphäre gefällt mir auch wahnsinnig gut. Jetzt hier auch an The Scar, dieser Streifen, wo die... 4 Sekunden. Ja, dann bleib ich liegen. Der liebe Gott, denke ich mal. Ist jetzt auch erstmal eine dritte Partie, die ich in dem Spiel hinter mich bringe. Pibi, auch ich freue mich sehr auch über dich, dass du mit dabei bist. Auch an dich nochmal die Warnung, ich spiele nicht nur Taktik-Shooter, sondern vor allem Hardcore-Strategiespiele. Nur, dass ihr da draußen einfach auch schon Bescheid wisst, was euch vielleicht die nächsten Wochen und Monate erwartet. Ich versuche immer auch ein möglichst abwechslungsreiches Programm hinzubekommen. Steel Division 2, genau das ist es, was ich am Sonntag sicherlich mal streamen werde, habe ich jedenfalls vor. Mir hat der erste Teil nicht so unbedingt gut gefallen. Ich bin kein Echtzeit-Strategiespieler, was Multiplayer anbelangt. Oder oben ist ein Flugzeug, geil. Aber der Singleplayer-Modus, der reizt mich und der war im ersten Teil eine Katastrophe, wie ich finde. Und im zweiten Teil kommt der Army-General-Modus dazu und dem kann ich vielleicht doch durchaus was abgewinnen. So, ich muss mich jetzt mal hier konzentrieren. Ich werde das Ganze jetzt hier mal ein bisschen taktischer spielen. Ein bisschen mehr darauf bedacht, nicht gleich drauf zu gehen. Ja, ich freue mich auch auf die Kampagne. Also, ich finde auch vor allem diese Operationskarte total. Sieht super aus. Sag mal, Jungs, wisst ihr, kann das sein, dass man mit dem. Kann es sein, dass man mit dem Sturmgewehr, mit dem Stuck 44, gar nicht diesen Atem anhalten kann? Ja, genau. Merken, wenn es. Ja, mit den Karabinern hat es geklappt, aber mit dem geht es irgendwie nicht. Wir sind jetzt hier. Feind voraus. Ja, Angriff auf Ska abbrechen und zu Salient rüber marschieren. Wir müssen das zurücknehmen. Bei
bei 350 kommen wir hin. Also wenn ihr könnt, Angriff abbrechen, zurückziehen und angreifen. Also Salient 42. Alles klar. Ich guck mal, dass ich hier gleich irgendwo in der Pampa einen neuen Punkt setze. Frontwinkel, hast du schon gespielt? Steel Division? Also ich hab da Bock drauf. Ich werde es am Sonntag hier im Livestream mal anzocken. Ich werde auch noch eine Ankündigung machen. Ich freue mich, wie gesagt, vor allem auf die Kampagne im Singleplayer, denn da kann man die Geschwindigkeit runterdrehen. Und ich gebe es zu, mir ist es einfach viel zu hektisch. Und ehrlich gesagt, das spielt so eine geile Grafik. Und in dem hektischen Modus, man ist ja immer rausgezoomt, man sieht alles nur top-down. Ich habe gar nichts von der Grafik. Ja. Wenn ich die Geschwindigkeit runterstellen kann, dann kann ich mir das auch angucken. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, Bataillone durch die Gegend zu schieben, quasi im Operativen tätig zu sein und dann die Gefechte im Kleinen zu übernehmen. Und ja, ich habe auch schon gelesen und auch schon kurz angezockt. Die größeren Kampfentfernungen. So, ich habe hier mal mein Capture-Gerät einschalten müssen. Wäre doch schade, wenn ich die ganze Footage nicht auch irgendwo mal aufgezeichnet hätte, vielleicht für irgendein Video, das ich dann auch bei der GameStar zeigen kann. 80 Stunden, ja, sauber. Dann bist du mit meinen, bin ich mit meinen 2 Stunden auf alle Fälle deutlich im Hintertreffen. So, wenn ich jetzt hier gerade ausrenne, kann ich mal ein bisschen in den Chat schauen. Genau, Kampfentfernungen sind größer. Das Spiel ist auch, glaube ich, mehr panzerlastig. Wenig taktische Tiefe. Okay, da bin ich mal gespannt. Da ich hier gerade so durch die Gegend renne, nochmal einen herzlichen Gruß an alle, die jetzt, während wir den Stream angefangen haben, der läuft jetzt auch schon eine knappe halbe Stunde, noch neu dazugekommen sind. Ich habe den Chat, oder beide Chats besser gesagt, so einigermaßen mit einem Auge ein bisschen im Blick. Werde immer wieder mal ein bisschen auch was aufgreifen, aber natürlich werde ich mich hauptsächlich, sobald wir hier wieder in Gebiet kommen, wo Feind auf uns wartet, mich wieder hauptsächlich auf die Schlacht konzentrieren. Ja, die YouTube-Chats siehst du nicht. Ich könnte das machen, ich kann das jetzt mal machen, pass mal auf. Ich blende euch mal die Chatbox ein. Da wird dann der Chat aus beiden eingeblendet. Oh, kommt Artillerie. Wo ist das? Oh, da bin ich gerade noch gestanden. Müssen wir gucken, jetzt ist der Chat drin. Ihr könnt mir ja sagen, ob ich das so lassen soll für euch, ob ihr den Chat so quasi auf beiden Ebenen verfolgen könnt oder ob ich das zu viel vom Bild wegnimmt oder ob es zu klein ist. Gebt mir Feedback, ich reagiere dann natürlich umgehend. Ich habe es ja nicht im Bild, ich schaue mir quasi ein Chatfenster an, aber an euch raus geht jetzt quasi mal der Chat mit raus. Die Feed ist near, our HQ sector has nearly been captured. Oh oh. Ah, der ist down, der ist kaputt. Alles klar, Angriff ab, also wir rücken direkt weiter aus und gehen wieder zu Scar zurück. Weil die hier zurückcappen und dann müssen wir direkt in Angriff gehen. Wo ist der, wo ist der? 330, Mister. Also am besten einmal an meiner Position sammeln und... Ja, schieß mal weiter, wenn du down gehst, hilf dir. Ich werde wiederbelebt, super. Ja gut, dann lasse ich jetzt einfach den Chat mal so an. Uterus Maximus, auf Wiedersehen.
zum nächsten Mal. Jetzt bin ich gar nicht sicher. Ich habe hier auch einen Maximus bei uns im Discord mit drin, ob du das auch bist. Danke fürs Heilen. Ja, es ist immer noch ein bisschen schwer hier aus den Gräben mal rauszukommen und den Punkt da zu finden, wo es geht. Oh, Rock hier Teamkills machen. Mhm. Ihr wollt desertieren? Na, wo geht's denn jetzt hier raus? Yeah, I could also build a garrison. You mean north of Scar, right? Du bist, glaube ich, im falschen Chat. Ah, tatsächlich. Jetzt kriegen wir auch mal mit, was du da so redest. Gesehen, wo der war? Nee, überhaupt nicht. Also geht ihr mal weiter zu Scar, ich guck mal, dass ich da irgendwie eine Garrison hochziehe. Ja, der Basti von B-Seiten Gaming, der möchte morgen zocken. Ich hoffe, ich schaffe das morgen auch nochmal. Dass wir uns da öfters mal zusammentun. So, wenn wir jetzt hier mal voll... Okay. Bitte? Na, vielleicht können wir es mal so machen. Ich krieg mal nicht mit, wenn wir... Wenn wir mal irgendwo in der Position sind und wir dann alle ausrücken, dass dann irgendwie einer auch Bescheid gibt, dass es weitergeht. Das wäre super. Ja, sehr gut. Ich sichere oft nach hinten und dann drehe ich mich um und keiner mehr da. Ja, ich mach mal das Schlusslicht, den ich sage euch auch, wenn ich dran bin. Ja, alles klar. Bloodwind, du bist vorne weg. Ja, Petra, ich grüße dich. Das freut mich, dass du hier vorbeischaust. Wie du siehst, sind wir in schwere Kämpfe verwickelt, beziehungsweise im taktischen Vormarsch. Freut mich, dass du vorbeischaust. Ilerie folgt mir jetzt auch auf Twitch, das freut mich sehr. Nochmal ein kleiner Hinweis an alle, die jetzt auf YouTube gerade zuschauen. Ich werde auf alle für die nächsten 2-3 Wochen auch noch auf YouTube raus streamen. Foxtrot 5. Ah ja, kannst du dann einen Marker setzen? Ja, wenn ich gespawnt bin, kann ich das machen. Da, wo der Panzer gerade drauf zufährt. Speedshake, wir müssen weiter nach Westen. Oder Speedhacke. Follow me. Kannst du mich hören? Bloodwind, du läufst jetzt irgendwo anders hin. Ne, Bloodwind läuft eigentlich recht gut. Sag mal, Speedhacke, der gehört nicht zu uns, oder? So richtig, also... Ne, ich glaube, der gehört nicht zu uns. Welche Richtung, Bloodwind? 250 ungefähr, 200. Ja, ich bin hinter dir. ...250, sagst du? Ja. Granate ist raus. Mich hat's erwischt. Ja, ich freue mich wirklich, Petra. Hallo, grüß dich. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Vor allem nicht bei so einem Spiel. Ich warte auf den Sunny.
Genau, wo war ich stehen geblieben? Ich wurde abgelenkt hier durch einen alliierten Vorstoß. Man sieht auch noch gerade, dass ich mich tatsächlich auf dem Schlachtfeld auch noch recht viel orientieren muss. Das liegt, ich könnte jetzt die Ausrede... Ja, da kommt jemand. Ja, vielen Dank für die Hilfe, Dankeschön. Ich könnte mich jetzt rausreden und sagen, es liegt daran, dass ich mit euch und hier auf Twitch und so nicht ganz zurechtkomme. Aber tatsächlich brauche ich bei solchen Spielen echt immer eine ganze Weile, bis ich mich ja da so angegroovt habe. Ich habe einen gelugert. Dann bin ich erschossen worden. Gelugert habe ich auch noch nie gehört. Sehr schöne Wortneuschöpfung. Weißt du, von wo die schießen, Rock? Irgendwo aus 300. Auf die Karte schauen. Feind muss irgendwo aus dem Osten kommen. Westen. Ja, okay, dann rein ins Gar, ne? Jo. Direkt hinter dem Stein zwei Feinde. Stein in Nordwesten 3:30. Da wo Speedhacke steht. Aufpassen, an meiner Position ist ein großer Stein, direkt hinter dem Stein zwei Feinde. Ja, du hast vollkommen recht, Peter. Ich habe mit dir Operation Flashpoint gespielt. Und Spaß gemacht hat es auf den Events. Wir waren die Ersten. Feinde weichen nach Süden aus. Feinde weichen nach Süden aus. Also hier im Wald kämpfen ist schon wirklich eine hammerharte Nummer. Wo ist der Flieger? Da war er. Wir halten jetzt hier ungefähr die Stellung soweit, oder? Jo. Ich rück mal da bis zu dem Stein vor. Ich habe da auch ganz besondere Erinnerungen dran, Petra. Mein Gott, ist das lange her. Liegen hinter Feuer. Hat jemand gesehen, wo das herkam? Ja, ich glaube, das kommt aus Osten. Ja. Schwer zu sagen. Lass uns mal zurückgehen zu Salient, die werden da überrannt. Wir sind das einzige Spot in der Nähe. Alles klar. Ja, der Beschuss kommt eindeutig aus Nordosten. Von da kommt Feuer. Wir cappen aber Scar schneller, ne?
damn. Salient ist safe, wir haben den nächsten Punkt eingenommen. Vorgarten säubern, genau, und spitz auf die Ecke zu rennen. Aber irgendwas wurde uns rausgestrichen, gell? Mein Gott, ist das lange her. Ich spawne auch neu. Ja, wie gesagt, ich kann dem Chat relativ schwer folgen gerade. Es schauen auch wirklich schon ziemlich viele Leute zu. 35. Finde ich jetzt schon sehr erstaunlich. Jetzt kannst du. Ich habe einen Rally gesetzt. Und freut mich natürlich auch sehr. Ah gut, wenn ich jetzt hier einfach mal nachrenne, kann ich vielleicht mal kurz wieder in den Chat reingucken. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Bewegen uns jetzt zum Fluss und rücken dann am Kartenrand immer weiter Richtung des letzten Punktes vor und versuchen irgendwo auf dem Weg dazwischen einen Garrison zu bauen, damit wir da direkt eine Angriffsbasis haben. Alles klar. Ja, stimmt, wir haben uns selbst zensiert sozusagen. War auch besser so. Ich bin knappe 10 Sekunden, 15 Sekunden hinter euch. Ja, wir sammeln uns da gleich eher am Fluss, dann kannst du aufschließen. Ja, fast da. In der Nähe dann auch nochmal eine neue neuen Rallye-Point und dann gucken wir mal. Und was hast du nochmal genau vor? Ist am Fluss entlang und dann? Ja, wir rücken da in Delta und Charlie 3 so in die Richtung vor und gucken, dass wir da auf dem Weg irgendwo eine Garrison hochziehen können, damit wir, sobald der vorletzte Punkt eingenommen ist, wir direkt einen Angriffspunkt haben für den letzten. Also praktisch eine vorgeschobene Basis, damit wir da gut vorkommen. Hört sich gut an. Ah, jetzt sehe ich gerade. Jetzt sehe ich gerade hier, da ist sogar der Carl Trail drin. Das ist schon eine besondere Location, die es in echt ja auch gab. Ja, ist schon schön, also die Karten. Ich muss mir das mal genauer angucken. Das werde ich sicherlich in einer der nächsten Sessions auch mal machen und die mal vergleichen mit Google Earth-Karten und auch mit Karten, die damals benutzt worden sind. Und dieser Cult Trail, den haben die Amerikaner benutzt, um Nachschub nachzuführen. Haben da auch versucht, mit ihren Sherman-Panzern durchzukommen und wurden dementsprechend oft dort auch in Hinterhalte gelockt und dort aufgelauert. Das Wetter hat dann den Rest ich gegeben. In der Nähe, Südwesten 220 in die Ecke. Willst du erstmal einen Spawnpunkt setzen? Ja, kann ich gerade nicht. Ich habe Cooldown. Auf 220. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Sehr gut. Ja, ich habe noch 100 Sekunden Cooldown, also ich könnte natürlich eben warten und dann... Ja, wir sollten vielleicht auch kurz warten, weil wo einer ist, da ist der... Wo einer ist, da kommen meistens ja noch mehr. Mal eine kleine Frage an den Chat da draußen. Die Qualität des Streams, passt die soweit? Also Audio und vor allem auch Bild. Ich habe da seit dem letzten Stream einiges dran geschraubt, dass es ein bisschen besser aussieht. Ich hoffe, das kommt soweit auch an. Ich bin da auf euer Feedback angewiesen. Ich sehe das jetzt in Echtzeit natürlich nicht so und würde mich da freuen, ob vielleicht sogar auffällt, dass die Qualität besser geworden ist und ob die jetzt auch ausreichend ist. Denn ich muss zugeben, ich bin relativ anspruchslos. Das liegt auch daran, dass viele meiner Spiele, also meiner Spiele, die Spiele, die ich so spiele, dass die, sag mal, vom optischen her nicht allzu viel zu bieten haben.
Also es gibt Kollegen von mir, die bezeichnen die Spiele, die ich spiele. Na, ich spielst du mal wieder Grießbrei? Und ja, da muss ich natürlich lachen, weil ganz Unrecht haben sie natürlich nicht. Von daher, für mich ist die Grafik jetzt gerade hier tatsächlich spektakulär. Im Gegensatz zu dem, was ich normalerweise spiele. Also jetzt mal Squad und natürlich Postscriptum außen vor gelassen. Und von daher freue ich mich, dass... Rücken wir weiter vor. Panzer. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Feuer stopfen! AT haben wir nicht dabei, oder? Nee, ich glaube, wir haben keinen AT. Schauen wir, was wir hier mit dem Ingame-Sound machen können. Dass wir die Stimmen ein bisschen lauter machen können. Optionen, Audio. Machen wir die SFX leiser. Ich hab's jetzt mal gegeben, aber... So, euer Wunsch ist mir Befehl. Oder in dem Fall dein Wunsch. Gas zur Hälfte gekappt. Ja, Tizi, geh mal pennen. Viel Spaß beim Fliegen. Ich hoffe, du hast gute Thermik. Lass dich nicht davontragen und ich habe leider vergessen, was man zu Fliegern sagt. Hier so ein Spruch, sowas wie Glück auf oder sowas. Hole ich nach im Discord. Ja, was machen wir? Frontwichtel, würde mich ja freuen. Wir move jetzt trotzdem erstmal, also bewegen uns jetzt trotzdem Freundschaftsanfrage da oben und wird angenommen, ob wir da eine Garrison bauen können und dann. Ja. Ich krieg bestimmt im Anschluss des Streams dann wieder. Dann können wir den vielleicht trotzdem in den Rücken fallen. Wieder geschimpft, dass ich viel zu viel rede, während das Spiel läuft und man einfach das Spiel gar nicht richtig mitbekommt. Ich lasse mich dazu auch sehr hinreißen. Oh, geil. Versorgungspaket wird abgeschmissen. Ich finde es ja faszinierend, mit euch da draußen ja quasi in Echtzeit auch zu kommunizieren und euer Feedback zu bekommen. Wahrscheinlich habe ich während des ganzen Spiels auch noch nicht einen einzigen Kill gemacht. Darauf kommt es aber im Übrigen auch bei diesen Spielen jetzt nicht wirklich an. Also wer hier auf eine Kill-Death-Ratio aus ist, der ist ja auch eigentlich fehl am Platz, denn hier geht es um den Teamplay. Ich bräuchte mal Versorgungsgüter hier, dann bräuchte ich hier in das Haus einen Garrison rein. Auf dem Weg. Ja, wobei hier hinter ist wahrscheinlich sinnvoller, ne? Ich beobachte mal Richtung Südwesten. Ich guck nach Süden. Peter, was meinst du? Wodka O? Ja, nein? Falls du fragst, ich trinke derzeit keinen Wodka O, ich trinke Spezi. Kannst du die Supplies wieder einpacken? Nein. Oder meinst du, das ist der Spruch für die Piloten? Ja, ich dann marschieren wünschen. Wir jetzt mal südlich Richtung Scar. Wodka O? Ja, nein? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Morgen ist Feiertag, zumindest hier in Bayern. Ich glaube, in anderen Bundesländern teilweise nicht. Mag auch gut dran, gut mit der Grund sein, warum ich jetzt hier bin und überhaupt spiele. Wo ist der Flieger? Jawohl. Thank you.
Schön hier. Wir können ja schon mal über den dieses Feld rübergehen und dann gucken, dass wir uns schon mal in eine Position bringen, dass wir Cull Trail angreifen können. Jo. Dann seht ihr ihn auch mit eigenen Augen, den Cull Trail. Ui, das war knapp. Wo? Aufpassen, Feind. Von wo kommt der Beschuss? Position Süden, Südwesten 210. Ich hab ihn erwischt. Ja, dann geht weiter Richtung Cull Trail. Ich komme gleich wieder zu euch. Ich kann hier leider keinen mehr aufheben. Also versucht mal da oben zu diesem Radiosymbol zu kommen in Delta. Gehen wir weiter, oder? 4-5 auf der Grenze. Und euch da ein bisschen einzubunkern. Bloodwind, warte mal kurz 10 Sekunden, wir schließen auf, ich und der Montfort. Ja, schon klar. Feind auf 220. Okay. Hast du gesehen, Montfort? Final bekämpft. Der ist bekämpft, ja. Ich sehe keinen mehr. Und der eine ist von der Artillerie zerfetzt. Ja, zerfetzt trifft sie in dem Spiel mal ganz gut, gell? Ich finde hier die Leute, die alleine in einem Panzer sitzen und versuchen, das irgendwie alle drei Positionen gleichzeitig zu managen. Ich guck nach Nordwesten. Alle, die jetzt tot sind, spawnen halt jetzt gleich einen neuen Rally. Montfort ist da einer. Nee, ich sag nur, ich guck da hin. Ich sicher nach Nordwesten. Alles klar, weil einer geschossen hat. Eine Position. Gute. Ja doch, Petra, Kompass gibt's ja. Siehst du da unten. Unten ist die Anzeige vom Kompass. Und ich sehe hier auch, dass hier auf sich gerade eine... 3, 4, 0. Ist bekämpft, ist bekämpft. Bekämpft? Noch mehrere. Rally steht, spawn bitte. Aufpassen, Feinde Südwest, West 250. Mich hat's erwischt. Ja, Südwest, West 250. Oben bei den. Okay. Medic down. Ann-Kathrin 84, viel Spaß auf der Arbeit. 94. Thank you. So, auf alle Fälle ist hier sowas wie. Ist das hier Familienzusammenführung oder was? Ist ein Medic in der Nähe? Ja, ja, die sind im Westen 270, direkt hinter diesem. So, ich warte hier mal liegend auf dem Medic und verabschiede mich nur ganz kurz für 3 Minuten kurz auf dem Balkon raus. Bis dahin bin ich hoffentlich wiederbelebt, ansonsten werde ich mich, wie das Spiel mir hier rät, ablegen. Netter Ausdruck für, ja, das zeitliche Segnen. Bis gleich, bin sofort wieder da. Ich lasse das Spiel einfach laufen. Schreit einfach nach mir, wenn ich wieder wach bin.
also aufpassen, direkt vor meiner Position Westen 260 bis 280, da ist so ein Haufen von, ja, was ist das? Baumstämmen, da sind Feinde hinter, sei denn das MG hat die jetzt schon bekämpft. Steht der Rally Point noch? Bind dich mal selber. Ja, dann jetzt weiter Richtung Süd-Südwest marschieren, da in diesen Funkkomplex hier rein. Ich wurde gerade von Artillerie beschossen. Im eigenen Fall. Hinter uns wird immer noch geschossen. Ja, wir verlieren auch gerade Skarm. Dann zurück rüber zu Ska. Gott, ist das ein Hin und Her. Kannst du nochmal meinen Spawnpunkt setzen? Ja. Sekunde, ich muss mal gerade eben. So, ich bin wieder da. Ich glaube, von draußen gesehen zu haben, dass ich zwischenzeitlich mal wieder gelebt habe. Ja, mich hat's erwischt. Aber anscheinend, ich warte jetzt hier noch ein bisschen, schauen wir mal in den Chat. Ich sehe jetzt hier lauter Meldungen aus dem YouTube-Chat. Ich hoffe, dass der Twitch-Chat noch lebt. Wie gesagt, ich bin noch komplett neu hier beim Streamen. Ja, dann haltet, beim Streamen. Haltet mal euren Spawn. Ich glaube, da sind gerade irgendwo einer. Achso, das blaue Top bei Petra meint da wahrscheinlich der Joko 1975. Wenn es das von heute war, mag ich auch. So, wieder zurück zum Spielen. Ist hier ein Sunny in der Nähe? Also auf meiner Position, wo ich tot liege, da laufen hier gerade zwei Leute vorbei. Feinde. Nee, nee, da ist, in der Nähe ist niemand ist mehr. Dann lege ich mich mal einfach ab. Also mach dich zum Respawn bereit. Hier baut gerade irgendwo einer eine Garrison, dass wir da reinjoinen können. Jo, alles klar. Gut, Twitch ist auch noch da, sehr schön. Ja, will auch nochmal zurück. Ich bin neu, hab noch vieles nicht im Griff. Zwei Chats überfordern mich ein bisschen. Ich habe die natürlich zusammen gemerged in einem und da klappt einiges manchmal nicht so ganz. Ich warte also beim Spawn, ja? Naja, noch nichts auswählen. Der Chat verwirrt mich hochgradig. Also eigentlich sind es nur zwei Leute, aber das sind lauter Insider, glaube ich. Petra macht das bestimmt nicht mit Absicht. Die ist einfach immer so lustig. Nur als kleine Anmerkung, auch die Leute, die jetzt nicht genau wissen, wer Petra vielleicht ist, beziehungsweise wahrscheinlich werden es die meisten wissen, aber wir sind gute Kollegen bei der GameStar und das jetzt mittlerweile schon seit, bestimmt schon seit 5 Jahren, ja Petra. Ja, komm, wir spawnen jetzt an Salient und dann gucken wir mal, wie wir von da aus weitermachen.
An Salient ist nämlich eine Garrison und von da aus gehen wir dann Richtung Scar rüber. Alles klar. Der Carl Trail. Ja, ich werde mal auf alle Fälle für die nächsten Sessions ein bisschen was vorbereiten. Jetzt gerade auch in so Phasen, wo ich mal gerade nichts zu tun habe. Im Chat es auch ein bisschen ruhiger ist, dann werde ich hier Mausbacher Pro Dragon. Dann werde ich mal Originalkarten auspacken, beziehungsweise Originalfotos von damals. Wie gesagt, diesen Carl Trail, der ist recht berühmt berüchtigt. Da haben die Amerikaner wirklich schwer zu knabbern gehabt dort. Und da gibt es bestimmt auch, was es gibt. Ich weiß es, dass es da gutes Kartenmaterial gibt, denn ich habe da schon mal in Combat Mission eine Mission geschlagen und dementsprechend ist mir das ganze Begriff. Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Tabletop-Brettspiel, das sich hier auch in dem Sektor, wo wir hier kämpfen, dreht, nämlich bei Mausbach, Carl Trail. Von daher ist mir das alles nicht unbekannt. Du spawnst da direkt in die Kriegszone, das ist richtig nice. Aber es gibt jetzt eine Garrison an der... Direkt in die Kriegszone. Ja, hier ist ja einiges los. Von wo kommt der Feind hier eigentlich? Grobe Richtung. West. Ja, 19 Jahre, ich weiß, Petra. Alles klar. Ah, die sind in den Schützengräben drin, aufpassen. Rücken wir vor bis zu den Schützengräben. Positiv. Ja, ich bin schon wieder wie Schützengräben hinaus. Ah, wieder erwischt. Welches Brettspiel ich meine? Ich muss mal überlegen, wie das heißt. Ich hoffe, es fällt mir ein. Ich warte hier noch auf den Medic und nebenbei schaue ich mal ganz kurz, ob ich das rausfinde schon mit diesem Brettspiel. Wie hieß denn das? Wie hieß denn das? Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt zuerst aufheben soll. Ich suche noch nach dem Virtual. Ich werde spielen, ich werde es finden, wenn ich nachher wieder mal tot bin. Aber hier ist jetzt gerade mitten echt eine heiße Kriegszone. Bewegung auf 50. Mindestens 5 Mann aus Nordosten. Entfernung 50. Hui, das war knapp. Kann man dem Spiel sich noch nicht lehnen. Das kommt noch. Norden 3, na, 0 da, unter dem Turm. Also Norden, direkt Norden durch, ein Feind mindestens. Also Lean Left, Lean Right ist im Spiel noch nicht implementiert, wird noch kommen. Da wird noch jede Menge kommen, auch SD-Kfz, also Halbkettenfahrzeuge,
die einen dann schneller auch an die jeweiligen Fronten bringen. Grüne Tracer sind übrigens, also grüne Leuchtspur ist Leuchtspur der Deutschen, also auf der Seite, wo wir kämpfen. Rote Leuchtspur haben die Amerikaner verwendet. Ich finde übrigens, dass die Leuchtspur in dem Spiel ziemlich gut aussieht. Ich habe ja sowas wie so einen kleinen Leuchtspur-Fetisch. Da stehe ich schon drauf, wenn nämlich die Leuchtspur gut dargestellt wird. Naja, ich gebe es zu, es ist kein kleiner Leuchtspur-Fetisch. Ich kann Spiele allein schon deswegen gut finden, weil es gute Leuchtspur hat. Dasselbe trifft übrigens auch auf Filme zu. Selbst der schlechteste Film kann für mich interessant sein. Ah! Ich laber zu viel, ich muss mich mal aufs Spielen konzentrieren. Voll abgelenkt von der Leuchtspur. Hey Basti, grüß dich. B-Seiten Gaming ist auch mit an Bord. Freut mich, dass du dabei bist. Ob das morgen klappt, ob ich morgen Zeit habe, weiß ich noch nicht so richtig. Ich bin morgen beim Grillen eingeladen. Das ist zwar 4 Uhr nachmittags. Wer weiß aber, wie viel und ob es da Bier gibt und dergleichen mehr. Ich würde mich aber freuen, wenn wir das endlich mal hier zusammen zocken könnten. Das hätten wir uns beide mal verdient. Nicht nur irgendwo im Discord treffen, sondern auch mal hier auf dem Schlachtfeld. Schön, dass du da bist. Ja, morgen zockst du auch mit. Ich hoffe, ich auch. Petra, war schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Wie heißt jetzt dieses Spiel? Das Board Game. Schlüsselbach, Mausbach. Irgendwas mit Schönberg. Ich werde es rausfinden. Wer auch immer gefragt hat, der schreibt nochmal ganz kurz im Chat bitte, wer da gefragt hat, wie das Spiel heißt, damit ich mir den Namen merken kann. Okay, Jungs, wir bewegen uns jetzt mal vorsichtig Richtung unseres Markers. Da kommen wir ja hier relativ gut an der Frontlinie vorbei. Alles klar, ich bin hinter dir. Ja, bist noch da. Ja, hat mich echt gefreut. Ja, hier liegen auch noch irgendwo welche auf dem Boden. Direkt voraus, Granate geht. Mich jetzt auch erwischt. Ja, Granate auf meiner Position ist wahrscheinlich Detonate, also wegbleiben. Also wer jetzt stirbt, einmal bitte am mittleren HQ spawnen, wir gehen dann direkt auf dem direkten Wege zu dem Punkt. Wo spawnen? Am mittleren HQ, hinter Hürtgen Approach. Alles klar, bin in 7 Sekunden da. Bin direkt hinter dir, Gellert. Ah, mir fällt es wieder ein. Objective Schmidt heißt das Spiel. Super, Gomme, du hattest gefragt. Ich schau gleich nochmal nach. Ich habe jetzt gerade was im Kopf. Irgendwas mit Schmidt. Irgendwas mit Objective Schmidt. Ich schau gleich mal auf Boardgame Geek nach. Und zwar habe ich das Brettspiel mal dazu benutzt, um in Combat Mission eine kleine Kampagne MGS, für. Do you speak German? I'm no, guessing man. Not. No, no, I'm Latvian, so. All I know in German is schnell arbeiten, das kann nicht warten ganzen Tag, or something like that. That is very good and the sentence is correct, so. And it's a very important sentence in German, so. Yeah, that's all I know, so. Yeah. I don't think we are switching to English as a language in the squad, so you just have to bear with us. That's fine, I guess. But I can translate some orders to English so that you can participate even more. Right now we are trying to get to the move marker I positioned on the map, and then we are going straight for the SCAR. So, the marker is gone.
Der Titel ist falsch. Welcher Titel ist mein Titel im Video falsch? Once you die, you can spawn in the center of the HQ points and just go west. Kann mir jemand mal einen Gefallen tun und mal gucken, Twitch oder YouTube, irgendwo scheint mein Titel falsch zu sein. Und sonst so, Jungs? Ich bin direkt hinter dir, versuche Schritt zu halten. Soll ich warten? Zu nett, ja, ich bin da, merci. Ja, vielleicht kann man mal gucken auf Twitch, habe ich einen falschen Gaming-Titel drin oder so. Wenn ja, gib mir den Hinweis, dann kann ich das ändern. Hatte mich vorhin schon mal wieder schwer getan, beide Chats zum Laufen zu bringen. Twitch passt super. Sehr schön. Titel liest sich normal. Dann wird es wahrscheinlich auf YouTube der Fall sein, aber da dachte ich eigentlich auch, ich habe alles richtig gesettet. YouTube passt auch. Ja, genau. Hell Let Loose. Hell Let Loose. Der neue Taktik-Shooter. Sieht gut aus. So, wo okay, ich hab so ein Rally gesetzt, also wenn ihr sterbt, yeah, dann Rally. Yeah, spawn point. Yeah, I'm moving. Zuhör, Leutnant. Is MGS the Latin guy? Sorry? MGS, are you the Latin guy? I'm a Latvian, yeah. Yeah, okay. So, okay, I follow you. New rally point set, new marker set, just move towards the marker, then we will wait there for the rest of the squad to catch up, and then we're going straight at the SCAR. Oh, it's already in the SCAR capture territory, so we might just wait there. Jetzt mal die anderen. Wir warten einfach an dem Punkt und dann gucken wir. Wie bitte? Ja, sorry, aber bayerisch kriege ich nicht hin. Ja, mei, schade. Erinnert ein bisschen so an die Flugzeugdurchsagen. Ich kann dir Ruhrdeutsch anbieten, aber das willst du auch nicht. Ja, dann machen wir das Ganze mal auf Deutsch, also Hochdeutsch, dann auf Englisch, Lettisch. Oh, da hinten sind welche. Auf aufpassen, ein Süden. Feindlicher Squadleader in Süden, 1,80, 1,90 rum. Soll ich den bekämpfen? Nee. Ich habe aber gutes Schussfeld. Das ist zu riskant. Wir halten jetzt erstmal hier die Position und dann... Alles klar. Ja, gut, dann Feuer frei. Süden rennt einer, ist stehen geblieben. Geht jetzt zurück. Bewegt sich Richtung Süden 200 in diesem Ditch oder was das ist. Jetzt hätte ich gern ZF. Ja, ich hätte lieber eine andere Waffe als die MP40. Also K98 oder so. Ich finde K98 der MP40 echt gut gerade. Ja, das glaube ich. Weil auf die Distanzen, in denen wir gerade kämpfen, dann kann ich die MP40 direkt wegschmeißen. Ja. Also wir capturen das schon mal gut. Ja, ASL ist wirklich, ist mir auch zu komplex. Da auch eine nette Info, Super Grombi, das Combat Mission ist entstanden, weil die Entwickler quasi ASL auf den Computer bringen wollten. Also das Grundbasis-Regelwerk, auf dem Combat Mission erstmal aufgebaut hat. Ich habe 4 Feindkontakte aus Richtung Süden, 180. Ja, ich bin ah, mich hat's erwischt. Ich liebe es, wenn Spiele auf so große Kampfentfernungen stattfinden. Merci. Nope, looking bad, but I got you.
Thank you. Ja, okay, nicht vorrücken, da ist irgendwo ein schweres Endgame. Ja, hier Position wechseln. Das ist zu offensichtlich, dass ich da war. Ja, es ist geil, wenn die Tracer über ihn drüber gehen. Waffensounds finde ich, wie gesagt, nach wie vor immer noch ein bisschen schwach. Die haben ein bisschen zu wenig Wumms. Schmeißer für die MP40, ne, ich glaube, das war der Hersteller, glaube ich, bei der MP40, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber würde natürlich passen. Ich schaue gerade mal, kann man ja mal rüberschauen. Die MP40, Weiterentwicklung der MP35, Standardmaschinenpistole, wurde vor allem bei englischsprachigen Gegnern als Schmeißer bekannt. Nee, entwickelt Erfurt am Stück in Geipel. Bitte einmal hier direkt stehen bleiben. Schau mal nach. Auf 310. Kontakt einmal bitte zu meiner Position kommen. Hier Rally Point, dann sitzen wir hier in der Garrison direkt. Alles klar. Ja, kurzer Ausflug zu Schmeißer, da schauen wir nachher nochmal rein, wenn sich das ergibt. Macht momentan natürlich keinen Sinn, während hier Gefecht läuft. Kontakt auf 23. Ja. Postscriptum habe ich auch probiert. Die Waffen sind wirklich super. Mir macht Postscriptum auch sehr viel Spaß. Muss ich direkt mal wieder reingucken. Jetzt gerade hier hat es sich halt einfach ergeben, dass das Spiel neu rauskam. Da schaut man natürlich auch mal rein. Aber Postscriptum hat mich, als ich es vor einem Jahr gespielt habe, auch recht intensiv wirklich auch weggeblasen. Vor allem was die Stimmung anging. Die P8, die war auch zum Werfen, ja. Hat mich wirklich sehr überrascht mit der Pistole, auf, dass man echt nur auf extreme Nahdistanz irgendwas wirklich was trifft. Mit das Beste zum Schießen war MG3 auf Lafette. Muss aufpassen. Also auf einem Dreibein. Nachtgefecht schießen. Da rührt sich was. Ich bin jetzt hier vorne im Trench. Oh, geil, ein Panther. Ist da im Graben einer, Gillard? Ja, ich habe einen erwischt. Fuck, Vorsicht, aufpassen, im Graben vorne ist, durch ist noch einer. Monster direkt vor mir. Hat uns beide erwischt. Wo ich beim Bund war, ich war bei einer Einheit, sogenannte Feind, ja, ein Leerzug bei der Feinddarstellung. Ich habe eigentlich die 71 Rock, 18 Monate, wo ich da war, quasi für Offiziersanwärter, die in den grünen Wochen waren, Feinddarstellung gemacht. Das heißt, ich habe immer die Bösen gespielt. Hatte deswegen aber auch den Vorteil, dass wir eine sehr kleine Einheit war, die sehr autark operieren durfte. Wir haben ziemlich viel Schmarrn machen dürfen. Wir hatten auch vor allem Zugang zu allen möglichen Kriegsgeräten, zum Beispiel des Warschauer Pakts, also beziehungsweise der Russen, ja, und auch denn? Der Amerikaner. Also ich habe da eine ziemliche Vielfalt an Waffen kennengelernt. Hier? Und das war sehr interessant. Ja, Handgranaten wäre es ja, gewesen. Dreh dich mal nicht. Stopp, komm mal zurück, dreh mal deine... Was ist mir ja, los? Aber du drehst dich, komm auf dich zu drehen. Dreh dich mal um die eigene Achse, damit ich deine Füße sehe. Dann kann ich in die Füße schießen. Stopp.
Das war jetzt ein sehr eigenartiges Gespräch. You killed a friendly. Granate ist raus, Vorsicht! Mist. Ciao, Atraxia. Ja, jetzt einfach hier ein bisschen ausbreiten, Position halten. Aufpassen, ein Feind im Süden 180 liegt da auf so einer. Ja, hinten. Versuchen wir mal zu markern. Ja, wäre gut. Ja, ja, ich leg da mal einen Observe-Marker drauf. Da hinten in der Ecke ist einer. Da hat vorhin auch der Panther schon hingeschossen. Kann sein, dass der mittlerweile bekämpft ist. Panzer von 150. Ja, den. Den. Ja, von links ist irgendwo der Panzer. Ah, da ist er. Okay. Ja, das sind Feinde direkt in der Nähe. Hinter. Mit hinter uns meinst du nördlich? Ja, haltet mal da eure Position. Monfort, ich schau hier nach links, ja, du sicherst nach rechts ab. Kalt Trail vor, folgt mal den anderen. Ich bin gerade tot und muss jetzt darauf warten, dass sie da eine Garrison bauen. Kann euch ja mal einen Move-Marker geben.
Oh ne, kann ich nicht. Ja. Seht ihr in Delta 5 diese vorgeschobene Linie, die da so ein bisschen aussieht, als wäre da irgendwie so eine Klippe oder was? Ja, sehe ich. Da, wo jetzt K gerade hinrennt. Da einmal hinmarschieren und da. Ja, und da ein bisschen gucken, ob man da irgendwie in Deckung gehen kann. Alles klar, dann legen wir mal los. Folgt ihr mir? Lasst uns hier mal kurz erstmal ein bisschen beobachten, was hier los ist. Und weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen langsamer vorwärts. Ja, geht wieder zurück, Scar wird gerade eingenommen. Alles klar, und wieder zurück. Los, 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 los. Wir gehen wieder in dem Graben entlang zurück, würde ich sagen. Ich sag jetzt nochmal Servus und Hallo, geschätzte Wargamer und ja, Hardcore-Strategen und vielleicht auch Taktik-Shooter-Fans. Ich sehe gerade, dass gerade ziemlich viele Leute auf YouTube auch zukommen. Herzlich willkommen an alle, die neu dazugekommen sind. Nur als kleiner dezenter Hinweis, auf YouTube Livestreamen werde ich wahrscheinlich bloß noch knapp die nächsten 2, 3, 4 Wochen. Ich werde natürlich auch alle Livestreams, die dann später erstmal nur auf Twitch laufen, auch immer einen Tag später auch auf YouTube veröffentlichen. Wenn ihr in Zukunft aber auch immer live mit dabei sein wollt, dann kommt doch rüber auf Twitch. Mein Name ist da auch ganz einfach, der Hobbygeneral, und folgt mir da, dann werdet ihr auch immer rechtzeitig informiert, wenn es wieder einen guten Livestream gibt. Also ob gut oder nicht, das ist natürlich eine Entscheidungssache, die bei euch liegt. Aber ja, zum einen ist es relativ komplex, finde ich. Also komplex nicht, aber schon schwierig, hier ein bisschen die Übersicht zu behalten. Zwei Chats gleichzeitig offen zu haben, es ist ein bisschen ungünstig. Und ich werde wahrscheinlich auch relativ bald den Affiliate-Status, ist jetzt nichts Tragisches, auf Twitch erhalten. Und dann ist es mir sowieso nicht erlaubt, gleichzeitig rauszustreamen. Sind bestimmt unten in dem schwarzen Bereich. Ja, dann gehen wir mal runter, oder? Gehen wir mal langsam und bedächtig da vorwärts. Ich sehe immer noch 240, 100 Meter. Auf ja, macht ihr mal. Ich bin gerade auf dem Rückweg zu euch und setze dann eine Garrison hoffentlich. Auf 240? Der ist jetzt in die Bunkeranlage gerannt.
Ah, mich hat's erwischt. Haben wir einen Sunny dabei? Ja, lasst ihr euch Zeit, nicht, dass ich auch noch erwischt. Ja. Auf Trutz, 3-2-4. Hab ihn. Das Problem ist, es reden auch nur sehr, sehr wenig Leute. Lass erstmal wieder zurück. Aufpassen, da sind Feinde hinter eurer Position. Richtung Osten. Well, west. 2-8-0. Aus 200 aus Süden. Drei Mann. Mach's gut, ciao, war super. Ja, dann noch einen schönen Abend auch. Gleichfalls, ciao. Aus Süden mindestens 5 Mann mittlerweile. Zwei sind bekämpft. Mich hat's erwischt. Ich glaube, das war ein Bazooka, oder? Könnte gut sein, ja. Sah so aus. Ich hörte nur tsch und dann bumm. Ja, spawnt einfach bei uns am Outpost, der ist am kürzesten und dann. Ich melde mich gleich nochmal zurück, ich gehe mal kurz für eine Zigarette. Bin sofort wieder da. Dasselbe gilt für euch da draußen. Würde mich freuen, wenn ihr noch da seid. Ich bin nicht lange weg, 3 Minuten maximal. So um den Dreh und schau auch mal, ob es dem Hund gut geht. Und ja, ich lasse jetzt einfach laufen. Ich bin gleich zurück. Ich glaube, das ist ein Panzer. Oder eine Panzerabwehrkanone.
ungünstig. Ja, dann halten wir uns jetzt mal ein bisschen zurück, bleiben in Deckung. Die Schützengräben bieten sich dafür ja an und dann versuchen wir das erstmal zu nehmen und dann bewegen wir uns weiter vor. Okay. So. Ich habe gerade irgendwie 4 oder 5 Leute im Schützengraben erwischt, weil ich von der Seite gekommen bin, aber das hilft ja nichts, wenn wir schon wieder den hinteren Punkt verloren haben. Wo soll ich spawnen? Beim unteren HQ, oder? Ja. Ich habe da gerade einen Scar aufgeräumt und dann fällt Salient. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Gefühlt ist der Feind besser koordiniert als wir. Also hier reden punktuell mal die Squad-Leader, aber der Kommandant sagt eigentlich gar nichts und die anderen Squad-Leader sind halt auch eher still und geben keine Position durch nichts. Das ist, ja. Ja, wenn ich das Gameplay mal so... Ja, ist sehr schade. Wenn ich mir das Gameplay mal die nächsten 2, 3, 4 Sessions noch durch habe und mir das zutraue, dann würde ich direkt auch mal als Kommandant reingehen. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Oh, das wäre ein Traum. Dann würde hier wenigstens noch was gehen. Ja, da hätte ich, also heute bestimmt nicht mehr. Ich muss echt, ich bin... Der Meldbot ist ein echt guter Squad-Leader. Der markiert auch alle Ziele, wo er sieht. Wer? Melford. Warum hat der das denn nicht gemacht? Der faule Hund. Wenn der ein Ziel sieht, dann tut das gleich markieren, dann kann man alle Augen draufrichten oder Sicht und dann weiß man den Feind. Ja, das Problem ist ja, du musst dann ja immer aufs Fernglas wechseln, ne? Und manchmal wird so schnell. Ja, ich muss jetzt wie gesagt erstmal das Gameplay noch komplett verinnerlichen, wie das alles hier funktioniert und dann hätte ich echt mal Bock auf Kommandant zu machen und mal die einzelnen Gruppen da auch übers Feld zu scheuchen. Ich glaube, wenn da einer mal Ansagen macht, dann hilft es schon sehr. Ja, auf jeden Fall. Aber noch habe ich nicht ganz geblickt, wie das hier alles zusammenwirkt. Also bei Squad ist es ja auch meistens so, dass ein Truppführer bei Squad dann irgendwie so ein bisschen die Führungsrolle übernimmt und die anderen sich da ein bisschen... Ich meine, hier gibt es jetzt den Kommandanten, aber wenn unser Kommandant hier ab und zu mal nur sagt, ja, ich drop hier jetzt mal, ja, dann ist das halt nicht hilfreich. Ja, das muss sich ja auch mit der Zeit erst entwickeln. Ich habe es bei Squad erlebt, bei Postscriptum erlebt. Man braucht einfach ein paar Wochen, bis die Leute sich auch zusammenfinden und diejenigen, die nicht geeignet sind, dann auch wieder rausdroppen. Naja. Weil viele erwarten halt einfach auch was ganz anderes.
Ruide, verliegen die Leichenteile. Lasst uns vielleicht mal ein bisschen mehr über rechts gehen, oder? Rechte Flanke. Ja. Ah, wir gehen noch ein bisschen weiter rechts. Erwischt. Ich habe einen Outpost gesetzt, kannst also direkt wieder rein spawnen. Ja, sehr schön. Aber pass auf, der ist relativ im Freien. Wir müssen uns da im Discord dann, glaube ich, mal für mich mal ein bisschen drüber unterhalten, wie das letztendlich alles hier zusammenwirkt, und dann werde ich bald mal den Kommandanten auch geben. Ich glaube, es hilft. Nochmal bitte? Ich sag, wir können uns mal im Discord mal ein bisschen drüber unterhalten, über die Spielmechanik im Allgemeinen. Da hole ich mir von euch mal ein paar Infos und dann schaufel ich mir das noch ordentlich drauf und mache dann mal in 2-3 Sessions mal einen Kommandanten. Ja, klar, gerne. Sag mal, die Grünen. Wenn ihr spawnt, passt auf, mit den Schützen eben Feinde drin. Die grünen Tracer sind eigene, oder? Ja, bitte? Die grüne Leuchtspur ist von uns, oder? Ja. So wie im Fury, ne? Ist so lustig, wie jeder mal lachen muss, sobald man das Wort Fury in den Mund nimmt. Ja, optisch war das ein guter Film, aber... Ja, und die Leuchtspur. Ich meine, er lohnt sich schon, weil der Tiger 131 drin vorkommt, ne, aber... Der Bovington-Tiger? Ja, kann ja nicht jeder nach Bovington fahren zum Tankfest. Ne, interessant wäre es aber. Ja, steht definitiv auf der Bucketlist, also... Also ihr müsst ein bisschen aufpassen, die sind im Schützengraben selbst und da kommen Handgranaten drüber, also... Aufpassen, der fällt an meiner Position. Ziemlich am geraten am Tor. Im Süden. Ja, wie gesagt, an alle Zuschauer da draußen, das nächste Mal werde ich auch mal nebenbei ein bisschen echtes Original-Kartenmaterial ranschaffen. Und mal hier ein bisschen historische Vergleiche ziehen. Das sollte ganz gut funktionieren.
Es hilft halt auch nicht, dass unsere Panzer immer nur mit einem Pummel besetzt sind, ne? Weil die Leute denken, sie könnten das alleine machen. Das einfach, das hilft ja nicht. Nee. Nicht wirklich. Rock, von wo kam das? Weißt du das zufällig? Der ist irgendwo am Kartenrand hängt, ja. Ah, ich hätte ihn fast erwischt. Irgendwo an der Grenze. Ja, direkt auf unsere Position jetzt. Feind MG ist ausgeschaltet. Ja, das war so mit dem, der ist keine Gefahr mehr. Oh, übel, übel, übel. Der lungert da noch irgendwo rum. Na, aufpassen, wir sind Feinde in 8, Nummernblock 9 in die Richtung. Ja, hier ist alles voll. Also das heißt Nordwesten 330 aus der Ecke kommen sie. Sie sind doch direkt unten am südlichen Kartenrand. Mal hier die Legende, mal ein bisschen Munitionskiste, Munitionsdepot, PA-Mine. Ja. Ist einfach zu viel Gewusel hier auf dem Hügel. Schauen wir uns jetzt mal an, was hier eigentlich los ist. Ja, also solltet ihr sterben am mittleren HQ spawnen oder an der Garrison, die da ist, und dann rüber zu Scar. Die Garrison ist auch schon wieder weg, ist ja fantastisch. Wo werde ich beschossen? Marker habe ich auch gesetzt. Oh.
Ja, Teamplay klappt jetzt irgendwie nicht mehr so gut gerade, gell? Nee, überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, auch im Teamleader-Bereich ist halt, das sagt halt keiner was. Wird höchstens einmal gerade einer gefragt, ob noch ein Spot bei Salient bleibt und ansonsten war's dann. Ja, man baut immer auch Glück mit den Servern. Es ist halt die Frage, ob wir dann noch eine Runde auf dem Server bleiben, weil hier scheint keine gute Dynamik mehr drin zu sein. Die Frage ist halt, wie viele Leute wir. Also ja, wir sind etwas noch zu dritt, glaube ich. Ja, ich denke mal auch. Können wir nach Rundenende ja mal kurz ein bisschen. Jo, Basti, wir ratschen. Toilet Struggle und das andere steht auch noch an. Freue mich schon drauf. Ich würde aber auch fast sagen, also da geht halt, glaube ich, neuen Server starten, was suchen, jetzt sind wir bloß noch zu dritt. Lieber vielleicht morgen nochmal probieren, man braucht einfach immer das Glück für ja, einen guten Server. Denk Spaß so. Gemacht hat es trotzdem. Das auf jeden Fall. Sind ja noch in der Lernphase. Ja, das wird dauern. Ja, Basti, ciao. Ich hoffe, ich schaff's morgen auch. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie lange es mit dem Grillen geht. Dauert, wann ich wieder zurück bin. Auto kaputt, ich muss öffentlich fahren. Es dauert alles ein bisschen länger. Würde mich aber freuen, wenn wir uns da auch mal auf dem Schlachtfeld treffen würden. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis bald. Ciao. Ich glaube, hier wird es auch nicht mal allzu lang gehen. Wir sind jetzt bloß noch zu dritt. Und mit wir meine ich hier ein paar Jungs aus der Community. Wir kennen uns jetzt alle schon irgendwie, gefühlt nicht lange, aber gefühlt doch schon sehr lange. Macht auf alle Fälle Spaß, mit den Jungs hier zu zocken. Ein bisschen Pech mit dem Server haben wir heute gehabt. Das muss man auf alle Fälle sagen. War nicht so optimal. Trotzdem sehe ich, dass immer noch 21 Leute hier munter zuschauen. Freut mich, dass ihr noch mit dabei seid. Die Partie ist jetzt nicht so aufregend und ich bin auch noch nicht so hundertprozentig drin im Spiel. Ist jetzt auch erst meine dritte Partie. Sowas muss ich erst aufbauen. Also sowohl bei einem selber... Ah, ich finde schon ziemlich geil, wenn der Panther schießt. Selber natürlich erstmal das Spiel lernen, dann alle anderen Spieler auch. Die Gruppendynamik muss erst erlernt werden. Und wie ich vorhin auch schon mal erwähnt habe... Wenn so ein Spiel rauskommt, kaufen sich auch einige Leute das Spiel, die vielleicht was anderes erwarten. Also Jungs, auf Scar drauf haben wir jetzt gerade durchgedacht. Wenn wir den Punkt erobern, gewinnen wir, ansonsten haben wir verloren. Also wieder oben in die Schiffe. Ja, alles klar. Ist das hier eigentlich irgendwie ticketbasiert oder so, weil ich sehe überhaupt keine Tickets.
Es gibt wohl eine bestimmte Anzahl an Versorgungssachen, die der Kommandant abwerfen kann, aber ansonsten, ich weiß nicht, ob es ein Ticketsystem gibt, glaube ich. Muss man das mal genauer durchlesen. Wenn du die Karte aufmachst, dann ist es denn oben. Ah ja. Das würde jetzt heißen, dass wir keine Männer mehr spawnen können. Null. Im Augenblick nicht. Also, regeneriert sich wohl mit der Zeit. Oder wenn jetzt Punkte genommen werden. Okay, ich habe auf alle Fälle Nachholbedarf. Das sehe ich schon. Und dann werde ich mal irgendwie mir das draufschaufeln und Kommandant machen. Das reizt mich sehr. Ich glaube, du bist mir gerade genau vor die Flinte gelaufen. Entschuldige. Ja, Granate, Granate, Granate. Hab mich auch erwischt. Die Teamkill vom Hobbygeneral direkt deabonniert. Ich hab den Beweis, du bist mir vor die Flinte gelaufen, nicht umgekehrt. Ja, ich sag ja, direkt. Aber du hast mich geteamkillt, ist egal. Ja, ja. In tut meiner mir auch Deutungshoheit. Nein. Tut mir auch leid. Er ist direkt im Graben. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, Garrison ist weg, jetzt ist es gelaufen. Ich bin jetzt hier gerade mal auf der Map und ich schaue mir jetzt an die Informationen, weil ich jetzt gar nicht erkenne, warum es gelaufen ist. Hatte gerade einer im Kommandanten-Chat gesagt, so ja, wenn wir jetzt verlieren, das heißt, es gibt gar keine Erika. Das ist traurig. Recht hatte. Jetzt nochmal für mich so ein Einsteiger wie für mich, also auf der Karte jetzt. Die roten Sektoren, die sind natürlich jetzt in US-Hand, gell, und die grünen Sektoren sind quasi unsere. Genau. Genau. Und man erobert die Sektoren quasi immer so reihenweise. Eine Reihe runter. Ja. Ja, du gehst halt die einzelnen Punkte nach. Du kannst halt immer nur den nächsten Punkt erobern. Also zum Beispiel Salient 42 ist jetzt, also je nachdem, welche Sprache man da jetzt eingestellt hat, der ist jetzt gerade geblockt für ein paar Minuten, weil der gerade erst erobert wurde. Und danach können wir den wieder einnehmen und dann Discard, dann Cull Trail und am Ende Mausbach Approach. Aber dazu wird es diese Runde nicht mehr kommen. Aber wenn wir jetzt Salient 42 einnehmen würden, würden uns dann quasi diese beiden Reihen, wo der Punkt mit dran ist, die würden dann zu uns gehören, oder? Ja, genau. Kurz, so langsam erklärt sich das. Wobei ich glaube, diese farbliche Repräsentation soll nur noch mal verdeutlichen, dass die Frontlinie jetzt da vorne gerutscht ist. Ja. Ich meine, bei Squad gibt es jetzt auch diesen Spielmodus, wo du tatsächlich Raute für Raute eroberst. Das heißt, du hast halt sehr dynamische Frontlinien, was halt auch irgendwie cool ist.
Ja, ich muss Squad dringend mal wieder probieren. Ich weiß nicht, ob die sowas ähnliches ja auch geplant haben, weil warum sollten sie sonst so eine Funktion einbauen? Ja. Schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen die Karte an, was hier eigentlich wirklich tatsächlich, weil es wäre schon mal echt cool, als Kommandant einzusteigen. Außenposten steht. Ja, bin ich auch wieder dabei. Nin 0816. Ich grüße dich. Moin moin, passt ganz gut. Frisch dazugekommen. Das Spiel nähert sich auch schon so langsam seinem Ende. Und wir haben heute ein bisschen Pech gehabt mit dem Server. Da stand das Team gleich nicht unbedingt richtig im Vordergrund. Wir haben es versucht. Der umliegende Rest nicht so richtig. Aber morgen ist auch noch ein neuer Tag. Morgen kommen bestimmt noch mal ein paar mehr Leute noch wieder zusammen. Und dann werden wir das nochmal probieren. Die Partie dürfte sich jetzt wirklich so langsam dem Ende zu neigen. Taktikfuchs, grüß dich. Schulterglatze, ja, das bin ich ja auch fast noch. Jedenfalls in dem Spiel. Ich befürchte, dass, also was mich angeht, ich bin jetzt nicht mehr so lange dabei. Wir haben ein bisschen Pech, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ein bisschen Pech gehabt heute mit dem Server. Das lief alles nicht ganz so glatt. Und wir spielen haben jetzt 11:45. Morgen haben sich aber wieder viele angekündigt, mit denen wir gemeinsam zocken können. Du siehst, es ist gerade noch der Gillard ist noch da, 71 Rock ist noch da und das war es eigentlich schon an Leuten, die jetzt, ja, die wir jetzt so kennen. Ich glaube, Gillard hat auch schon gesagt, dass er heute ist jetzt quasi die letzte Partie ist. Die liegt auch jetzt wirklich schon in den letzten Zügen. Drum fürchte ich, wird es heute nicht mehr so viel werden. Wie schaut es denn bei dir morgen aus, Taktikfuchs? Ich hoffe, ich kann da überhaupt. Der Basti von B-Seiten Gaming ist auch dabei. Ich bin bloß morgen beim Grillen und hoffe, es dauert nicht so lange. Ich hätte echt Bock, mit euch gemeinsam zu zocken. Wir haben ja auch noch nie gemeinsam auf dem Schlachtfeld gedient, sozusagen. Falls du mich meinst, Nin 0816, mir geht's gut. Ein bisschen erschöpft. Langer Arbeitstag. Ah, das war's mit der Karte. Sieg alliierte Operation abgeschlossen. 2 Stunden haben wir jetzt gemacht. Nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich habe noch einiges zu lernen. Ich schaue mir mal jetzt kurz hier meine Details an. Dürften ziemlich schlecht sein. Hobbygeneral. Kampf, Angriff 420, Unterstützung. Also gerockt habe ich bestimmt nicht. Allerdings habe ich im Angriff 420 Punkte gemacht. In der Verteidigung 520. Persönlich. Sektoreroberungen 3. Durchschnittliches Leben 5 Minuten 11. Verhältnisse Abschlusstoten. Das ist mir auch wurscht. Abgefällt Schüsse 220. 2 Infanterieabschüsse. Tja, immerhin 2 Treffer erzielt in 2 Stunden. Und mein Ernstfeind ist China Weasel Wonder. Geworfene Granaten. Tote 19. Ja, ich denke mal, dass es das für heute gewesen ist. Auf dem Server macht es keinen Sinn mehr. Neuen suchen ist oft ein bisschen umständlich. Was heißt umständlich? Es dauert dann wieder recht lang, bis man wieder zusammenkommt. Ich schaue gleich mal zurück. Ich muss mal ganz kurz in Discord rüberschauen. Dann komme ich nochmal in den Chat. Bin sofort wieder da. Echt? Ja. Traurig. Ich sag's dir. Ja. Tja. Ich beschwere mich immer darüber, dass in Nordrhein-Westfalen dann von
So, ich bin wieder zurück. Es kann sein, dass vielleicht noch der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen weiterspielt. Bist du sicher? Ja, ich gehe jetzt hier mal raus. Wir gehen mal ins Hauptmenü mit rein. Genau. Ja, jetzt schauen wir mal in den Chat, ob es noch irgendjemand da ist, ob ich noch irgendwas beantworten kann. Durchscannen. Da war es aber die letzte Zeit natürlich nicht so viel los. Ich muss auch mal gucken, dass ich das jetzt noch irgendwie ein gutes Verhältnis bekomme, inwieweit ich mich bei solchen Spielen um den Chat kümmere. Ich sage jetzt mal, bei einem Strategiespiel ist es ja deutlich simpler, einfacher, vor allem bei runden Strategiespielen, da zwischendrin auch mal den Chat zu lesen. In so einem Spiel schwierig. Ich finde, für mich persönlich habe ich die Mischung noch nicht so gut hinbekommen. Ich habe mich gerade am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel um den Chat gekümmert, zu wenig ums Spiel. Aber ich bin ja noch jung, vielleicht nicht, aber zumindest am Anfang des Streamens. Macht mir auch echt viel Spaß. Werde es sicherlich auch weitermachen. Ja, Gillard, war auf alle Fälle schön mit euch durchs Schlachtfeld zu ziehen. Ich habe gerade schon erzählt, ich habe ein bisschen viel gequatscht, auch wieder mit dem Chat. Ich muss da noch die Mischung hinbekommen. Ich werde mir jetzt auf alle Fälle morgen auch mal, ich bin morgen ziemlich lang mit der S-Bahn unterwegs, S-Bahn, U-Bahn und Bus, mal tatsächlich nochmal genau mehr angucken, wie das Spiel eigentlich tatsächlich letztendlich funktioniert mit den Punkten erobern. Da stand ich immer noch ein bisschen auf dem Schlauch. Wahrscheinlich nicht viel anders als ein Squad und dergleichen mehr. Trotzdem hat ja jedes Spiel da so seine Eigenheiten. Da muss ich auf alle Fälle noch nachholen. Und mein Interesse ist vor allem geweckt, auch eben mal diesen Kommandantenmodus mehr anzugucken. Könnte mir eigentlich liegen, mir als Strategiespieler, der viele Top-Down-Spiele spielt, da mal echte virtuelle, also in Anführungsstrichen echte virtuelle Soldaten rumzuschicken, die dann auf Befehle hören oder nicht hören, vielleicht auch die Gesamtlage ein bisschen besser zu erfassen, weil tatsächlich, mir geht es jedenfalls so in solchen Spielen, dass ich oftmals von Gesamtlage wenig Eindruck habe oder wenig Ahnung habe. Meine Battlefield Awareness ist momentan in dem Spiel auch noch ziemlich schlecht. Ich weiß relativ wenig darüber, was um mich herum vorgeht, was eigentlich gerade so Sache ist. Aber da kommt man rein mit Übung. Bei mir dauert sowas immer ein bisschen länger. Ich habe auch leider oft nicht so viel Zeit. Also die meiste Zeit, die ihr mich jetzt spielen seht, das heißt, sei es nur meine Videos auf YouTube oder hier auch auf Twitch, das ist, ich nenne es mal so, fast schon, also fast meine Netto-Spielzeit. Ja, also ich habe natürlich Beruf, habe einen Hund, habe zwei Katzen, habe ein fast sechsjähriges Kind, eine Frau, natürlich Freundschaften und dergleichen mehr, und mir fällt es echt schwer, Zeit zu finden, zu spielen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt eigentlich, also mit ein Grund, dann neben dem Interesse daran, natürlich auch irgendwo auch beruflich an YouTube und Twitch, ich lerne da viel. Das war auch meine Anfangsintention, diese Videos zu machen auf YouTube. Einfach ein bisschen Praxis zu sammeln in vielen Dingen, wo ich in der Arbeit tatsächlich nicht mehr allzu viel machen kann, da up-to-date zu bleiben. Kollegen haben mir auch gesagt, sie fanden immer interessant, wenn ich ihnen Sachen über meine Strategiespiele erzählt habe. Und mit meinen Strategiespielen wird bei uns in der Redaktion natürlich diese Hardcore-Strategiespiele gemeint, also kein Age of Empires und sowas. Und da hat sich schon immer so eine gewisse Faszination eingestellt. Die Leute wollten mehr darüber wissen, und das war so ein Ansporn für mich, damit anzufangen. Und es macht mir immer mehr Spaß. Also ich bin da selbst überrascht. Ich sage es immer wieder gerne, ich bin überhaupt keine Rampensau. Bin eigentlich eher introvertiert, und von daher ist es ziemlich verwunderlich für mich, dass ich da doch so viel reden kann. Meine YouTube-Videos fülle, die Streams irgendwie fülle und vor allem auch irgendwie Spaß habe an der Sache. Ja, Gerhard, ich habe im Laufe der Jahre immer wieder mal Artikel geschrieben. Der Podcast, der ist auch mal auf die Schnelle entstanden, das hat auch echt Spaß gemacht, und ich habe ja immer wieder mal auch zu dem ein oder anderen, ja, wie soll ich sagen, Spiel, um das sich keiner kümmern wollte, ich aber wert fand, irgendwie doch mal rausgedrückt. Ich habe zum Beispiel auch vor Gott, wie lange ist das her, zum ersten Comet Mission Shock Force, habe ich darauf bestanden, dass ich dazu ein Video mache, das habe ich auch getan. War auch, glaube ich, ziemlich lang mit 10 Minuten. Ich wurde mit ziemlich verwunderten Augen von den Kollegen angeschaut, wie man so ein Spiel, und das war damals schon hässlich, in Anführungsstrichen. Wenn die Spieler heute sehen, dann schütteln die Bussen um den Kopf. Aber der schöne Lack nach außen ist ja nicht alles. Und ich
versuche es immer wieder. Ich habe den größten Artikel, den ich geschrieben habe, glaube ich, war zu Ultimate General Civil War. Da habe ich einen Test dazu geschrieben, auch ein langes Testvideo gemacht. Denn das war so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, da ist die Schnittmenge zwischen Wargaming und, ich mag das Wort Casual Gaming nicht so unbedingt oder Mainstream Gaming, aber auf alle Fälle Spielen, die auch von einer breiteren Masse gespielt werden können, die war recht groß. Denn Ultimate General Civil War ist im Herzen tatsächlich ein, schon, wie ich laut meiner Definition finde, ein, hallo Mr. Sutherland, hallo Crusader, 1897 als Jahreszahl, wäre ein bisschen alt. Und Civil War ist sehr zugänglich, es sieht gut aus, hat gute Spielmechaniken, hat auch eine ganz gute PR gehabt, es ist für manche Spieler auch gar nicht mal so unwichtig, dass Leute da draußen irgendwie merken, oh, das Spiel ist irgendwo auf dem Radar, man kann es bei Steam kaufen, es hat irgendwo eine gewisse Publicity, eine Public Relations Arbeit, das ist für viele Leute tatsächlich irgendwie wichtig, dass es nicht so aus dem Keller kommt. Und das war so ein Spiel, wo ich mir einfach gesagt habe, da muss ich einen Test schreiben. Ich habe da auch ziemlich viel Seiten, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Seiten dafür bekommen. Ich habe mir auch extra einen Monat auch ausgesucht. Das war schon ein paar Monate nach dem Release. Ich habe mir extra einen Monat ausgesucht, wo im Heft nicht so viel los ist, um da mal einen großen Artikel dazu zu machen. Und ich weiß auch aus eigener Hand, dass sich ziemlich viele Leute danach für das Spiel interessiert haben. Kann ich auch übrigens wirklich jedem ans Herz legen, der mal einen soften Einstieg ins Wargaming sucht. Keine Basen bilden, keine Ressourcen sammeln, sondern einfach eine Kampagne nachspielen, die noch dazu eher linear war, was ich auch nicht schlecht finde. Man konnte da im Prinzip den amerikanischen Bürgerkrieg so Step by Step ein bisschen nachspielen. Fand ich einen interessanten Ansatz. Mr. Sutherland. Ja, wenn ich weiß, was das jetzt bedeutet, im letzten Stream wurde ich verglichen mit, da schauen wir nochmal rein, wo sind denn, so, schalten wir mal um. Mit Donald Sutherland aus Kelly's Heroes. Ja, bleibt euch überlassen. Mütze, vielleicht setze ich die mal falsch rum auf. Stellen wir das auch mal hier nach. Wie macht er? Tja. Der Bart macht es wahrscheinlich. So, kleiner Scherz. Daher kommt es also her mit dem Sutherland. Mir gefällt Hell Let Loose gut. Es macht mir Spaß. Ich kann noch nicht allzu viel zur Spielmechanik sagen. Ich traue mir auch noch gar keinen Vergleich zu Postscriptum zu. Dafür ist es zum Beispiel bei mir zu lange her, dass ich Postscriptum das letzte Mal gespielt habe. Da hat sich auch einiges getan. Aber ich bin jetzt auch nicht der große Spielekritiker, sondern mir machen Spiele entweder Spaß oder nicht Spaß. Es ist noch viel Luft nach oben. Das Spiel ist natürlich noch in vielen Ecken und Enden noch recht unrund. Aber es ist ja auch logisch. Es ist eine frühe Early Access Version. Es kommt noch viel Content mit dazu. Ich finde die Atmosphäre ziemlich gut. Ich finde die Karten wirklich geil. Jetzt heute hört Gewalt, wie das da alles aussieht. Ich persönlich finde auch ehrlich gesagt den Gore-Level, also die, wie das alles dargestellt wird, hier mit teilweise zerfetzten Leibern von Granat und sowas, stößt ja viele ab. Ich bin jetzt da niemand, der darauf Wert legt. Auf der anderen Seite zeigt es dann schon mal irgendwie auch mal ein bisschen eindringlicher, was eigentlich hier so Artillerie, Granateinschläge, Sprengstoff eigentlich auch dann irgendwo für Wirkungen haben. Warum sollte es in dem Spiel nicht drin sein? Was mir nicht gefällt bisher ist Sound. Der ist mir ein bisschen zu, hat ein bisschen wenig Bums. Ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, da kann man sicherlich noch nachbessern. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich habe ja selber auch, auch gedient und ich selber war tatsächlich überrascht. Ja, wie soll ich sagen, man hat natürlich immer so den Eindruck von Hollywood und Eindruck von Filmen, wo sich alles natürlich durch Sound Engineering immer alles wahnsinnig druckvoll und sowas anhört. Wer zum Beispiel mal jetzt gut, ist jetzt kein Vergleich mit den alten Gewehren, die es damals gab, aber jetzt zum Beispiel heutzutage mal die aktuellen Sturmgewehre und sowas sich anhört, letztendlich, also da ist auch kein Wumms drin dahinter. Klar, vielleicht noch im Orts- und Häuserkampf, wenn das Ganze widerhallt, aber letztlich, mal ehrlich gesagt, hören die sich teilweise eher an wie Spielzeugwaffen. Anders als in Filmen. Anders übrigens aber natürlich auch mit dem G3. Ich habe so das Glück gehabt, dass ich bei der Bundeswehr sowohl G3 als auch G36 geschossen habe. Und ja, G3 hat schon ordentlich Bums. Da müssen sie auf alle Fälle nachbessern, finde ich. Ich mag es gern mit Realismus.
Allerdings ist mein Realismus oder ist ja auch in vielen Köpfen natürlich auch immer ein bisschen auch geprägt von dem, was man so im Fernsehen und im Kino auch so sieht. Und Eindruck macht es natürlich schon, wenn alles ein bisschen mehr Karacho hat. Würde mir schon gefallen. Ich hoffe mal, das hat deine Frage soweit beantwortet. So. Ach ja, ich habe ja jetzt hier den Chat hier noch offen. Kelly's Heroes. Ich war ja vorhin noch, wo waren wir denn noch? Ich war noch bei der Schmeißer. Wo der Begriff Schmeißer eigentlich tatsächlich herkommt. Ich weiß es nämlich jetzt gerade nicht. Wegen der Beteiligung Hugo Schmeißers an der Produktionsfirma und dem Aufdruck seines Namens auf den Magazinen. Ah, ja, ja, okay. Da kommt's her. Auf den Magazinen stand Schmeißer drauf. Kann man es in der Nahansicht sehen? Schauen wir mal. Kann man es hier nicht sehen. Siehste, war ganz interessant. Weil jemand meinte, dass die Schmeißer, also wahrscheinlich auch Spaß, dass die Schmeißer hießen, weil man damit am besten eher schmeißt, als was anderes zu machen. Die MP40 war wohl eine ziemlich gute Waffe. Aber natürlich nur im Nahbereich, wie das mit allen Waffen, die mit diesem Kaliber arbeiten und für diesen Zweck. Das ist ja eher auch eine Grabenkampfwaffe, so wie die Thompson, die wurde für den Grabenkampf entwickelt. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, von den Steuerwerken auch produziert. Da kennt man ja auch die Steuerwerke. Was ist jetzt passiert? Mein Alarm geht los. Abdi Hanso 1 folgt mir jetzt. Das freut mich sehr. Schön, dass du jetzt auch folgst. Nur als kleiner Hinweis, ich bin jetzt nicht auf Shooter spezialisiert, sondern im Prinzip alles, was mit Thema Wargaming zu tun hat. Jetzt möchte ich nochmal gucken, ob es noch irgendwelche Anekdoten zur Schmeißer gibt. MP40 Magazinschacht für 2 Magazine. Mhm. Das sind auch so Sachen, die mache ich auch recht gern, auch in meinen YouTube-Videos, dass ich immer wieder mal auch... Klar, man kann jetzt Wikipedia als manchmal fragwürdige Instanz auch kritisieren, aber letztendlich mal ernsthaft. Ich bin aufgewachsen, bei meinen Eltern standen hier irgendwelche Bertelsmann-Lexikas im Regal, das ganze Regal voll, und trotzdem hast du fast nie was gefunden, was du gesucht hast. Also bin ich schon sehr froh. Und das Gute ist, es sind ja auch immer genügend Links dabei, und wer in die Tiefe gehen will, der findet immer auch ansprechend was. Aber als ersten Anlaufpunkt finde ich das schon immer ganz interessant. Hier Literaturnachweise, Album mit Bildern, MP3, MP38 Schuss. Eine Webseite, die sich ausschließlich mit MP3 38 und MP3 40 befasst. Interessant. Bin mal gespannt, jetzt muss ich aufpassen, dass hier nicht irgendwelche, was es nicht alles gibt. Eine Webs MP40 NL. Ein extrem rarer MP40 Winter Trigger. Fully functional. Price at request. So, ich traue mich jetzt gar nicht großartig weiter runter zu scrollen. Nicht, dass uns jetzt hier irgendwelche Symbole aufpoppen, die wir nicht sehen wollen. Ist irgendwas gezeigt hier? Nee. Oder doch? Nee. So, ich gehe mal wieder zurück. Jetzt habe ich mich schon wieder verratscht hier. Dir gefällt der Ansatz. Was meinst du denn für einen Ansatz? Würde mich jetzt direkt interessieren, weil ich natürlich schon auch wissen möchte, was euch da draußen eigentlich gefällt. Könnt ihr mir vorstellen, also was meinen Ansatz angeht, ist, oder meinen generellen Ansatz, man sieht es auch beim YouTube-Kanal, ist, dass ich mich eigentlich schon immer mit Wargames beschäftigt habe. Für mich ist der Begriff Wargames allerdings ein sehr, sehr weit gefasster. Für die einen ist es nur Hexfeldstrategie, für die anderen ist es vielleicht was komplett was anderes. Letztendlich spiele ich einfach gerne Spiele, die sich in einem realistischen oder zumindest authentischen Rahmen irgendwie um Kriege dreht. Das hört sich martialisch an, aber es fasziniert mich einfach. Da sauge ich eigentlich alles wie so ein Schwamm auf und nehme auch alles wahr. Ich spiele viele Sachen auch nicht und an manche Sachen traue ich mich auch nicht ran, aber ich weiß trotzdem irgendwie gerne darüber Bescheid. Zumindest im Großen und Ganzen. Und mein Ansatz ist, oder ich versuche einfach im Prinzip ja, das gesamte Genre Wargaming ein bisschen in der Breite darzustellen. Momentan ist im YouTube-Kanal habe ich ja 3, 4, 5 Spiele behandelt. Aber es gibt noch so viele, ich habe noch so viel auf der Platte. Kann ja mal kurz, jetzt habe ich da gewechselt, kann ich da raus? Verlassen, ja. Ich habe ein neues System aufgesetzt, da ist jetzt noch nicht allzu viel zu sehen.
Aber was für Gravity Tactics wird sich eine Sache werden. Radio Command, da habe ich schon was gemacht. Finde ich sehr spannend. Strategic Command World War II, da werde ich bald was machen. Command Ops 2, das liegt mir sehr am Herzen. Immer noch nicht geschafft, was dazu zu tun. Den Ultimate General habe ich schon auf der Platte. Field of Glory Empires, da kommt jetzt am 11. Juli die finale Version raus. Zählt für mich auch zu Wargames, ist Grand Strategy. Allerdings mit dem Fokus auf Kämpfe, finde ich auch gut. Ja gut, Diskurs und Battle for Corsum habe ich jetzt auch mal auf der Platte, was, ob das was taugt, ich bezweifle es, aber das werden wir sehen. Afghanistan 11 ist auch ein Stream geplant, also das ist mein Ansatz, vielleicht ist es das ja, was du auch gemeint hast. Nein, ich war natürlich nicht echt General. Ich fand den Namen bloß irgendwie recht zutreffend. Ich habe mir einen Namen gesucht, der nicht irgendwie so martialisch klingt. Ich fand das irgendwie blöd, weil ich möchte... Wargamer hat immer irgendwie so ein bisschen so einen schlechten Ruf, jedenfalls kommt mir das oft so vor. Wie, du spielst so Kriegsspiele und ist das nicht irgendwie verwerflich? Und mei, wenn ich mir andere Spiele anschaue, dann finde ich da einiges genauso verwerflich oder noch schlimmer. Also nichts gegen den Call of Duty 2 mag Spaß machen, aber meine ich jetzt auch nicht despektierlich, aber... Jemand, der sowas spielt, der sollte einem Wargamer bestimmt nicht vorwerfen, dass er irgendwie mit der Geschichte irgendwie schlecht umgeht. Und weil ich finde, dass bei solchen Spielen letztendlich dann der Zweite Weltkrieg oder die, in dem Fall der Zweite Weltkrieg, eigentlich nur ein Hintergrund ist dafür, um da Multiplayer-Schlachten auszuführen. Also wie so eine Art Tapete. Und mein Eindruck ist schon, also sowohl bei mir als auch mit vielen anderen Wargamern, die ich kenne, getroffen habe, auch jetzt vor allem jetzt durch meine Arbeit hier auf dem YouTube-Kanal und auf Twitch kennenlerne, ist schon so, dass viele von denen geschichtlich sehr, sehr interessiert sind und gerade was auch Schlachten, Gefechte und sowas angeht, auch tatsächlich immer einen geschichtlichen Hintergrund wissen wollen. Also nicht nur einen politischen Hintergrund, sondern eben auch Gefechtstag, also militärhistorisch, Taktiken, was ist abgelaufen. Und ich finde, es ist kein schlechter Umgang damit. Es ist vor allem kein einseitiger Umgang damit und mir sind solche Spiele einfach definitiv lieber als Sachen, wo Krieg nur als Tapete dient, um sich gegenseitig abzuschießen. Klar, Hell Let Loose ist jetzt auch, kann ich auch als Tapete sehen, der Zweite Weltkrieg als Tapete für einen Shooter. Auf der anderen Seite kann man sich dann auch damit, das werde ich die nächsten Streams sicherlich auch machen, bestimmt auch mal ein bisschen mit diesen Schlachten. Hürtgenwald ist sehr, sehr interessant. Ja, also ich kenne sehr, sehr viele Wargamer, die solche Spiele spielen und sich aber im Hintergrund dann eigentlich dann auch darüber informieren. Ja, ich meine, Hürtgenwald ist jetzt eine Sache, die bestimmt den meisten Wargamern was sagt, aber geh mal da draußen auf die Straße oder schau dir den typischen, ich meine, das ist jetzt übrigens auch alles nicht böse, den typischen 0815 Guido Knopp Zuseher an. Dem wird Hürtgenwald nicht viel sagen. Oder Freu als Gefecht. Ja, der weiß vielleicht noch Ardennen-Offensive. Und ich beschäftige mich einfach damit. Auch nicht allzu sehr in die Tiefe. Ich bin kein Historiker. Für den Historiker ist es sicherlich auch eher oberflächlich. Aber ich finde es interessant und ich finde, das machen die meisten Wargamer schon ganz gut. Nicht nur Wargames. Weil, wie gesagt, ich kann auch Shooter, also taktische Shooter, schon auch als Wargames ansehen. Ich freue mich auch, ich werde... Nächstes Wochenende. Also nicht das, was jetzt kommt, sondern das übernächste Wochenende werde ich War of Rights spielen. Schmeiß ich jetzt auch mal direkt an. Da freue ich mich auch sehr drauf. Wer War of Rights nicht kennt, wird gestartet. Amerikanischer Bürgerkrieg. Und zwar da um einen Teil einer Kampagne. Seines größeren Gefechts an Generationen, die da stattgefunden hat. Und das ist dann schon mal für viele Leute echt skurril, wenn man hier dann Waffen hat mit einer Nachladezeit von 20 bis 30 Sekunden. Aber es ist echt faszinierend, was da auf dem Schlachtfeld abgeht. Die Leute trainieren, die haben sogenannte Battle Drills, um in dieser Linienformation zu kämpfen, um gleichzeitig zu schießen. Es ist echt faszinierend. Ganz andere Geschichte, ist natürlich auch ein Shooter. Aber hab auch da, muss man jetzt erst ein Update vorbereiten. Das machen wir erstmal nicht. Ja, War of Rights, da freue ich mich wirklich, wirklich sehr drauf. Ich habe tatsächlich bisher noch an keinem Event teilgenommen. Einfach so auf Server springen macht ja bei dem Spiel nicht wirklich viel Sinn. Man muss echt eine gute Menge an Leuten zusammenkriegen, die vor allem auch wirklich zusammen wirken wollen, zusammen arbeiten wollen. Und da bin ich eingeladen worden.
da mal mit Metall zu haben, und da freue ich mich echt drauf. Ich werde auch nochmal Ankündigung machen, werde auch bestimmt immer noch ein paar Informationen bereitstellen, aber das ist mal so ein Spiel, wo ich richtig, richtig heiß drauf bin. Ja, es gibt natürlich Historiker in der Hinsicht, Historiker in der anderen Hinsicht. Gibt ja alles Mögliche. Aber interessant finde ich schon, dass viele Wargamer auch irgendwo Historiker sind oder sich zumindest geschichtlich interessieren und deshalb eben was auch abseits. Ich glaube, dass die meisten Wargamer so ich sage jetzt mal, in Kriegsgründen, Kriegspolitik, warum Kriege stattgefunden haben, sich zum einen oftmals natürlich gut auskennen, oftmals sogar besser als der Durchschnitt. Und dann kommt eben noch diese andere Lage da drauf. Und ich finde es auch durchaus immer wichtig, auch die Seite zu sehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die generalstabsmäßige Seite, hier Panzerdivision dort und Armee dort, sondern auch mal bis runter in die Gräben zu gehen, dann nachzuforschen, wie haben sich denn diese einzelnen Soldaten gefühlt. Ja. Ich habe da auch viel Kontakt. Über Combat Mission bin ich in dem Wargaming Club. Da habe ich relativ viel Kontakt auch zu Veteranen. In dem Fall ist es natürlich nicht schwer. Die Amerikaner haben natürlich momentan gerade sehr, sehr viele Veteranen. Afghanistan, Irak und dergleichen mehr. Und denen wird auch immer wieder mal die Frage gestellt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Shock Force 2 oder sowas, wie die das finden, dass ihre Kriegserlebnisse da versoftet werden, also als Computerspiel angeboten werden. Ob sie sowas nicht pietätlos finden, ob die sowas nicht geschmacklos finden. Und tatsächlich die Mehrheit der Leute, jedenfalls ist es das, wie sie es für mich darstellt, die sind eigentlich sehr, sehr froh drum. Hab da auch den ein oder anderen, also Combat Mission Spieler sind auch teilweise ziemlich alt, ich habe da auch den ein oder anderen Vietnamkriegsveteran mit dabei. Zu zweien habe ich auch sehr, sehr gute Kontakte, und ich habe die auch mal gefragt, wie schaut denn das aus? Ist das für euch nicht einfach irgendwie geschmacklos, wenn da quasi über euch oder über euer Schicksal, über die seelischen Verwundungen und dergleichen mehr letztendlich dann ein Spiel zum Spaß daraus gemacht wird? Und die haben eigentlich auch was Ähnliches gesagt, was ich vorhin schon angesprochen habe. Die haben gesagt, dass es für sie irgendwie wichtig ist, dass man sich an sie erinnert. Nicht in Vergessenheit zu geraten, und denen ist es allemal lieber, als wenn es, ich sage jetzt mal, ein oberflächlicher Shooter ist, und denen sind einfach, ich sage jetzt mal, Strategiespiele, Wargames, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, durch die Bank wird es sehr, sehr positiv aufgenommen. Fand ich mal ziemlich interessant, weil ich mir da auch schon mal Gedanken gemacht habe. Und ich tue mich tatsächlich schwer mit Titeln wie Shock Force, die gerade sehr, sehr aktuell irgendwie sind, so vom Setting. Da habe ich tatsächlich bei mir auch so ein bisschen so das Gefühl, inneren Skrupel. Ich weiß auch nicht genau, warum. Es ist mir irgendwie zu nah dran. Zweiter Weltkrieg ist schon länger her, Vietnamkrieg auch. Ist aber eigentlich ein Schmarrn, weil letztendlich ist es ein und dasselbe. Taktikfuchs, wenn du mir kurz verrätst, auf was du gespannt bist, mal bei mir zu sehen. Ich habe jetzt gerade hier so vor mich hingesprochen und weiß jetzt gar nicht mehr, auf was du da Bezug nimmst. Kannst du nochmal schreiben, dann kann ich nochmal darauf antworten. Buchempfehlung: Besiege the Epic Battle for Culm. Tag für Tag genau alles aufgenommen. Das war ein Kriegsberichterstatter statt im Kessel. Ja, hört sich interessant an. Ich habe tatsächlich was jetzt hier so, im Englischen heißt der First-Hand-Accounts. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel im englischsprachigen Raum gelesen, vor allem was den Vietnamkrieg betrifft. Ich kann es nicht genau erklären, warum. Ich habe eine unglaubliche, mich fasziniert dieser Krieg. Ich kann es mir nicht erklären, es ist einfach so. Und da habe ich ziemlich viel gelesen. Es ist schon immer sehr interessant zu sehen, wenn man sich auf der einen Seite politisch damit auskennt und auch einen groben Überblick hat über den Kriegsverlauf. Natürlich auch, was alles dazugehört, Kriegsverbrechen und dergleichen mehr. Und sich dann mal einfach mal was liest, und da kann auch kein Film helfen. Ja, also Platoon wird ja oftmals als Antikriegsfilm bezeichnet, ist es aber natürlich nicht wirklich, denn letztendlich verlässt Charlie Sheen am Ende des Schlachtfelds als gereifter Mann, der,
als gereift haben. Also Antikriegsfilme, vieles, was als Antikriegsfilm dargestellt wird, ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt. Und da finde ich schon, muss man schon in die Literatur gehen und auch sich mal First-Hands-Account durchlesen, wie sich die Situation eigentlich für diesen einzelnen Soldaten darstellt. Und letztendlich bricht es immer auf eins runter. Für den einzelnen Soldaten zählt meistens nicht, was irgendwo daheim passiert, was die Politik denn da ist, sondern die fahren dahin und die kümmern sich um den Mann, der links und rechts neben ihnen ist und um die Kumpels. Und das ist letztendlich alles, um was es dann im Kriegsgebiet sich eigentlich dreht. Das eigene Überleben und das der Überleben der Kameraden um einen rum. Ich finde, da muss man auch immer mal ein bisschen unterscheiden zwischen Staaten, die Kriege führen, die falsch sind, und auch den einzelnen Soldaten, die dann in so einem Krieg mitwirken. Und bei vielen ist es einfach so, dass sie nicht unbedingt freiwillig mitwirken oder aus den falschen Gründen mitwirken, verblendet sind. Und auch das passiert ziemlich leicht. Und viele Dinge, ja, wie soll ich mich da jetzt ausdrücken? Da gibt es schon so einen Bruch drin. Ja. War of Rights. Ja, ich bin auch gespannt. Sehr sogar. Den Buchtitel schreibe ich mir mal auf, Super Grommi. Werde ich machen. So. Ich habe lang genug geredet. Tatsächlich bin ich jetzt auch schon ein bisschen fusselig im Mund. Ich würde sagen, für heute mache ich Schluss. Vielleicht mache ich morgen spontan nochmal einen kleinen Abstecher. In Hell It Loose, je nachdem, ob ich, wie früh ich jetzt auch zurück bin vom Grillen. Am Wochenende, so wie es aussieht, werde ich am Sonntag wohl einen Steel Division 2 angespielt machen. Ich habe das Spiel selber erstmal 2 Stunden in der Beta gespielt. Ich bin echt heiß auf den Army General Modus. Gleich zugegeben, ich bin kein großer Steel Division Fan. Ich habe den ersten Teil nicht wirklich lange gespielt. Was vor allem 2 Gründe hat. Es ist Echtzeit und dann auch noch eigentlich nur noch Multiplayer spielbar. Ich tue mich mit Echtzeit oft ein bisschen schwer, mir ist es zu schnell. Man hätte in Steel Division die Geschwindigkeit auch runterstellen können, allerdings nicht den Multiplayer. Und es ist mir dann einfach zu hektisch gewesen. Und die Kampagne war wirklich Schrott. Mal ganz ehrlich, also es war wirklich eine Frechheit. Und die Kampagne in Steel Division 2 verspricht dann doch ziemlich interessant zu werden auf dieser operativen Karte. Ist ja auch alles Operation Bagration. Also in Russland, die Karten werden größer sein. Es wird sich eher auf größere Gefechte fokussieren. Das heißt mehr Panzer, größere Kampfentfernung, was ich ziemlich interessant finde. Und vor allem könnte der Singleplayer-Modus was werden. Und was ich dann machen werde, ist die Geschwindigkeit runterstellen. Weil A, habe ich dann Zeit zum Reagieren. Ich kann auch mal nahe ranzoomen und mir die spektakuläre, wie ich finde, spektakuläre Grafik angucken aus der Nähe. Und habe nicht den Eindruck, dass links und rechts die Hölle losbricht und ich keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann, weil ich es nicht sehe. Und dann eigentlich nur noch aus der Top-Down-Perspektive spiele.